Also heute soll es darum gehen, wie wir Studierende aktivieren können, und zwar vor allem im Rahmen der Online-Lehre. Ihr könnt gerne, wenn ihr im Nachgang noch Fragen habt, dann könnt ihr mich gerne unter der Mailadresse erreichen. Wir haben einige hilfreiche Informationen, die wir an der RWTH erarbeitet haben, auch auf dieser Website, die dort angegeben ist, abgebildet video.cls.rwth-aachen.de. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Ich gehe direkt mal rüber auf den Moodle-Raum, den Anna angesprochen hat. Da gibt es auch schon ein Forum zu meinem Modul. Das ist das hier, nämlich das erste Wahlmodul Studierende aktivieren. Und da findet ihr zum einen die Folien zur heutigen Sitzung, dann einen Link zum Online-Interaktionstool, das wir jetzt gleich verwenden werden. Und da ist auch nochmal die Homepage an der RWTH verlinkt. Deswegen direkt rüber auf unser Interaktionstool, denn man soll nicht nur Wein predigen und Wasser trinken oder umgekehrt. Ich glaube, in dem Fall hier ist es eher so rum, sondern ihr könnt aktiv mitmachen jetzt gerade, und zwar über sli.do. Da könnt ihr euch gerade mal anmelden auf der Website, und dann seht ihr auf der linken Seite die Möglichkeit, beizutreten zu dieser Online-Umfrage, und da müsst ihr einfach nur den Code QUICKSTART eingeben. Und wenn ihr das getan habt, dann landet ihr auf unserer Slido-Seite. Ich schalte da mal gerade rüber. Das ist unsere Slido-Seite, und wenn ihr diese Seite ansurft, dann könnt ihr da Begriffe eingeben, die euch zuallererst einfallen, wenn ihr über die Online oder eingefallen sind, die als ihr zum ersten Mal darüber nachgedacht habt, dass ihr eure Online-Lehre im kommenden oder im laufenden Sommersemester würdet online tatsächlich machen müssen. Am besten immer nur einen Begriff eingeben, dann kann tatsächlich diese Wordcloud sich hier bilden. Und ich sehe schon, ihr seid sehr aktiv, und man sieht hier schon tatsächlich so einige sehr, sehr interessante Trends. Ich sehe da Zoom natürlich als das Videoconferencing-Tool, das von vielen Hochschulen eingesetzt wird, das aber auch in der Presse durchaus in der Kritik steht, aber durch Datensicherheitsprobleme. Ich sehe dort Chaos, ja, das kann ich bestätigen in meiner Eigenschaft als Leiter hier im Center für Lehr- und Lernservices an der RWTH. Das waren turbulente Wochen. Moodle sehen wir da, auch Überforderung, das kann ich als Lehrender, ich bin hier in meiner Doppelrolle, einmal als Leiter am Center für Lehr- und Lernservices, aber auch als Lehrender noch in der Psychologie aktiv, Anna hat es vorhin angesprochen, und auch ich habe schlaflose Nächte gehabt bei der Frage, wie mache ich eigentlich meine Lehre im nächsten Semester und wie kann ich Dinge, die ich in der Präsenz bislang getan habe, eigentlich online durchführen. Technik ist ein Problem, Stress, das ist auch ganz klar, Webinare werden das Tool sein, mit dem viele von uns ihre Lehrveranstaltung machen, eine große Herausforderung, Improvisation sehe ich da, all das sind Begriffe, um die es hier gerade geht. Ich danke euch sehr, dass ihr euch schon so aktiv beteiligt habt. Herzlichen Dank. Ich stoppe mal die WordCloud-Bildung, aber ich glaube, dass der Trend und die Themen, die für euch relevant sind, die sehen wir wirklich hier. Ich mache mal wieder zu und ich stoppe diese WordCloud. Vielen Dank, dass ihr alle teilgenommen habt. Denn ihr könnt und sollt auch während unseres Meetings hier aktiv teilnehmen. Das geht weiterhin über die Website sly.do und QuickStart. Die hat sich jetzt gerade ein bisschen verändert, denn da könnt ihr jetzt Fragen eingeben. Und ihr könnt und sollt hier eure Fragen eingeben, die euch während meines Vortrags kommen. Und ich benutze absichtsvoll nicht die Interaktionstools von Adobe Connect, denn das hier ist eines der Szenarien, das ich gleich vorstellen werde. Und ihr werdet wahrscheinlich jetzt selber bei dem Hin- und Herschalten zwischen dem Adobe Connect und zwischen dem eurem Browserfenster hier schon mit den ersten Problemen konfrontiert, die vermutlich auch eure Studierenden haben, nämlich, dass man mit zwei verschiedenen Softwaren gleichzeitig arbeiten muss. Also tragt hier gerne eure Fragen ein, wenn ihr Fragen habt. Und in den letzten 30 Minuten, da werde ich einfach diese Fragen durchgehen, die ihr dort gestellt habt. Und ihr könnt die Fragen der anderen Personen sogar raten. Das heißt, ihr könnt sagen, Mensch, das ist eine gute Frage. Und dann sehe ich am Ende und seht ihr auch am Ende, was so die prominentesten Fragen sind. Und mit denen fangen wir dann natürlich auch gleich an. So, jetzt aber, without further ado, starten wir tatsächlich in unsere
Präsentation und in unser erstes kaltes Wasser, das wir alle jetzt irgendwie betreten müssen gerade. Bei uns geht es aktuell um digitales Blending. Also wir wollen alle irgendwie weiter im Blended Learning machen, also vermutlich viele von euch. Das heißt, wir wollen Online-Elemente, wir wollen aber auch Eigenstudiumselemente und Präsenzelemente miteinander verknüpfen. Früher haben wir das problemlos gemacht, da gab es noch Präsenz, aber jetzt bedeutet Blending irgendwie, dass wir virtuell und virtuell lernen müssen. Die Präsenz, die gibt es im Augenblick nicht. Und das stellt uns vor Herausforderungen. Deswegen die Agenda für heute. Wir werden uns zuerst mal angucken, wie es eigentlich mit den Studierenden aussieht. Dann werden wir ganz kurz auf Videokonferenzen schauen. Ich habe gerade Zoom gesehen. Das ist eines dieser Videokonferenz-Tools. Es gibt andere, die in Deutschland tatsächlich in der Benutzung sind, zum Beispiel Webex von Cisco oder auch Big Blue Button. Einzelne Hochschulen haben auch eigene Server aufgesetzt mit dem Tool Jitsi. Die Funktionsumfänge sind relativ gleich. Insofern, das können wir unter diesem Begriff Videokonferenzen abhandeln. Und dazu gibt es ja auch noch einmal ein eigenes Wahlmodul. Ich glaube, das findet morgen oder zumindest sehr bald statt. Dann schauen wir uns Wikis an als Möglichkeit zu interagieren. Wir schauen uns Peer Grading an. Wir schauen uns Audience Response Systeme an. Wir schauen uns Live Q&A an. Also das, was ihr über Slido gerade machen könnt. Wir schauen uns Quizzing an, also das, was eben nicht live, sondern asynchron stattfindet. Also Studierende beantworten Aufgaben. Wir schauen uns Möglichkeiten für Kleingruppenarbeit an und Möglichkeiten für aktivierende Referate-Seminare. Okay, lasst uns Malte, direkt. Entschuldigung, ich schneide mich mal gerade aus dem Hintergrund ein, wenn du mich hörst. Ja, ich höre dich. Weil es gab die Frage, was heißt Blending, digitales Blending, vielleicht bevor die ganze Zeit die Frage im Hintergrund steht. Sehr gerne, sehr gerne. Anne, das ist ohnehin irgendwie ein Modus, den wir gerne so während des gesamten Meetings handhaben können. Denn ich habe natürlich, während ich spreche, ist es immer ungünstig, wenn ich auch noch gleichzeitig lesen muss. Deswegen habe ich auch die Fragestunde die Fragen von euch über Slido an euch übergeben, sodass ich hinterher einfach auf diese Liste draufschauen kann. Deswegen, Anne, mach's gerne weiterhin so, wenn es Unklarheiten gibt oder dir Postings auffallen im Adobe Connect Forum, dann schalte ich gerne ein. Also, Blending, Blended Learning, das ist einfach die Idee, Entschuldige, dass, ja, Malte. Noch ganz kurz, es gab auch noch die Bitte, vielleicht etwas langsamer klar, kein zu Problem. sprechen. Ich gebe dann auch gleich weiter. Sie können natürlich auch gerne die Veranstaltung nachher nochmal nachsehen. Das ist natürlich auch der Vorteil. Aber wir können es auch vielleicht während der Veranstaltung gleich schon etwas langsamer gestalten. Prima. Sehr gerne. Natürlich, dann kann es aber sein, dass wir länger hier sitzen. Und ich hoffe, das stört euch nicht. Also, Blended Learning. Blended Learning bedeutet, dass Studierende nicht nur in euren Präsenzveranstaltungen sitzen, also in der klassischen Vorlesung oder im klassischen Seminar, sondern dass ihr zusätzlich zu diesen Präsenzveranstaltungen auch noch digitale Elemente anbietet. Und im klassischen Blended-Begriff meinen wir damit nicht den Download von PDFs zum Beispiel aus einem virtuellen Lernraum. Also das würden wahrscheinlich heute Hochschuldidaktiker nicht mehr als Blending bezeichnen, sondern das sind so Online-Formate wie zum Beispiel, dass man einen Online-Quiz durchführen kann. Da kommen wir gleich noch drauf. Oder dass es Online-Diskussionsforen gibt, in denen sich Studierende außerhalb der Veranstaltung orientieren sollen. Auch dazu kommen wir gleich noch. Oder dass Studierende gemeinsam ein Wiki befüllen. Also sowas wie eben die Wikipedia, die ihr aber selber zum Beispiel in eurem Moodle-Raum aufgesetzt habt. Also das alles ist Blended Learning. Immer dann, wenn ihr die klassische Präsenzveranstaltung mit Online-Lehre verbindet. Und meistens ist es bislang so gewesen, dass der digitale Anteil dieses Blendings, also der Mischung von Präsenz und Online, dass also der digitale Anteil zu Hause im Eigenstudium bei den Studierenden stattgefunden hat und der Präsenzanteil eben zusammen gemeinsam mit euch im Veranstaltungsraum. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Und deswegen ist das Blending im Augenblick eine große Herausforderung. Also all die Kollegen und Kolleginnen hier, die sich schon auf den Weg gemacht haben und bereits digitale Methoden einsetzen, die stehen im Augenblick so ein bisschen vor der Frage, Mensch, jetzt muss ich auch noch eigentlich die komplette Präsenz digitalisieren. Und die meisten von uns wollten das nie. Auch ich habe immer gesagt, für mich liegt der Wert der Lehre in der Präsenz, nicht im Virtuellen. Die Studierenden lernen vor allem dann, wenn sie mit mir im Veranstaltungsraum sitzen und Probleme lösen können und nicht dann, wenn sie sich zu Hause ein Video anschauen oder ein digitales PDF lesen. Und deshalb ist für uns dieses virtuelle Lernen eine große, große Herausforderung. Und da sollten wir uns zunächst mal anschauen, was können eigentlich eure Studierenden? Ich schalte meine Bildschirmfreigabe einfach gerade mal wieder an und hoffe, dass das nicht wieder passiert. Also, eure Studierenden sind keine digitalen Literaten. Ganz, ganz wichtig. Das solltet ihr immer im Kopf behalten. Die haben dieselben Probleme wie ihr.
Eure Studierenden kennen wahrscheinlich auch keine Keyboard-Shortcuts. Die wissen nicht, wie man zwischen Fenstern wechselt. Alt-Tab unter Windows oder Command-Tab unter Mac. Das kennen viele von denen nicht. Steuerung F, um eine Website zu durchsuchen, kennen viele nicht. Also eure Studierenden wissen gar nicht, wie sie Fenster anordnen können auf ihrem Notebook. Eure Studierenden wissen auch nicht, wie sie Videokonferenzen bedienen. Das ist für die genauso neu wie für euch. Eure Studierenden kennen auch keine Etikette für solche Videokonferenzen. Die wissen also nicht, wie sie sich verhalten sollen im Rahmen dieser Videokonferenzen. Und da kommt es zu allen möglichen Ausfällen, die wir in der Präsenz wahrscheinlich so nicht gesehen hätten. Eure Studierenden sind infantiler, als ihr denkt. Wir haben an der RWTH bereits seit dem 6.4. Online-Lehre gemacht und das Tool Zoom, das bietet die Möglichkeit, sich einen virtuellen Hintergrund einzuschalten. Also das ist, man wählt sich einfach ein Bild aus und Zoom versucht, diesen Hintergrund dann einfach in das Bild als euren Hintergrund einzufügen, sodass man nicht sieht, in welchem Raum ihr euch gerade befindet oder die Studierenden sich gerade befinden. Da laden Studierende auch gerne mal einen Dönerspieß hoch als Bild oder vielleicht auch ein erotisches Bild. Das kann man nicht verhindern. Und deswegen sollte man darüber nachdenken, wie man mit solchen Funktionen umgeht und was man tut, wenn es da tatsächlich zu Verletzungen der von euch definierten Etikette kommen sollte. Und schließlich, eure Studierenden haben nicht genügend Bandbreite. Anna hat es vorhin selber gesagt. Sie hat aus dem Homeoffice Probleme an den Adobe Connect-Konferenzen, die wir gerade im Rahmen dieses Quick-Starter-Specials durchführen, teilzunehmen. Das geht euren Studierenden genauso. Beachtet also all diese Dinge und natürlich trifft das nicht auf alle Studierenden zu, aber auf einen so substanziellen Teil, dass man diese Punkte immer im Kopf behalten sollte, wenn es um Online-Lehre geht. Und damit starten wir in ein für uns alle vermutlich neues Thema oder für die meisten von uns neues Thema, nämlich die Videokonferenzen. Videokonferenzen sind wie live, nur eben doch ganz anders. Das sieht man hier im Hintergrund. Boris Johnson hat über sein erstes Zoom-Meeting getweetet und man sieht oben rechts ganz deutlich die ID zu dem Zoom-Raum. Wer diese ID kannte und der Zoom-Raum war damals nicht mal passwortgeschützt, der hätte sich zu dieser Kabinettssitzung zuschalten können. Das ist natürlich nicht sinnvoll, aber daran sieht man, wie neu und ungewohnt diese ganzen Tools für uns aktuell sind. Webkonferenzen gibt es schon ganz, ganz lange und deshalb gibt es auch extrem viel Forschung darüber. Und ich habe mal nur so ein ganz paar Punkte rausgesucht, die euch vielleicht interessieren. Also, zum einen wissen wir, dass die Videoqualität keine zu große Rolle spielt. Solange Text lesbar ist, ist es alles okay. Ja, die Studierenden stört das nicht, wenn das Bild mal hängt oder so. Das hat wenig Auswirkungen auf den Lernerfolg. Die Audioqualität aber muss gut sein. Prüft das also. Meine Empfehlung ist, das habe ich jetzt bislang bei all meinen Veranstaltungen gemacht, dass ich Studierende immer gebeten habe, sich sofort zu melden, sobald die Audioqualität schlechter wird, denn das Audio ist das, was eure Inhalte transportiert. Lernwirksamkeit bei Webkonferenzen ist durchaus vergleichbar. Das ist eine gute Nachricht für uns. Das heißt, wir müssen nicht befürchten, dass alleine durch die Nutzung dieses Tools jetzt Effekte, die es in der Präsenz geben würde, verloren gehen. Zumindest dann nicht, wenn wir das Tool so als reinen Ersatz einer Lehrveranstaltung nutzen, im Sinne einer Frontalvorlesung oder eines recht frontal gehaltenen Seminars. Aber die Zufriedenheit und das Engagement sind im Live-Setting durchaus höher und vor allem höher im Präsenz-Setting. Das heißt, Webkonferenzen. Ihr kennt das selber, man neigt dazu, zwischendurch mal irgendwas anderes zu machen und nochmal einen anderen Browser-Tab offen zu haben. Das machen eure Studierenden genauso. Deshalb, wir müssen ein bisschen mehr tun, um in diesen Webkonferenzen Aufmerksamkeit an uns und auf unsere Lerninhalte zu konzentrieren. Es gibt Gelingensbedingungen für die Durchführung von Webkonferenzen und die sind ähnlich wie bei Wikis. Ich gehe im Rahmen der Wikis nachher darauf ein. Ich tease es kurz an. Eure Studierenden brauchen klare Anweisungen, klare Rollen, also was sie tun dürfen und was sie tun sollen und was sie aber auch nicht tun dürfen. Ihr solltet kontinuierlich schauen, wie ist denn die Beteiligung der Studierenden und natürlich das geeignete Schwierigkeitsniveau. Dazu kommen wir aber gleich nochmal im Rahmen der Besprechung der Wikis. Wenn wir die Webkonferenz mal so als Basistool betrachten, dass wir vermutlich in den meisten Lehrveranstaltungen verwenden werden, um unsere Studierenden in Zeiten von Corona mit Lehre zu
ja, erfreuen oder zu versorgen zumindest, dann haben wir den Teil jetzt erstmal schon mal abgehakt und ihr könnt euch dann auf jeden Fall auf das andere Wahlmodul nochmal stürzen, in dem auf die Videokonferenzen deutlich intensiver eingegangen wird. Ihr seht aber schon mal keine Sorge bei den Videokonferenzen, die sind nicht per se schlechter als eine Präsenzveranstaltung, die im Frontalformat abläuft. Trotzdem geht es für viele von uns darum, Präsenzformate, die wir alle liebgewonnen haben, Gruppenarbeit zum Beispiel, zu digitalisieren. Und wir wollen uns anschauen, wie das geht. Das Grundproblem, das wir online haben, ist nahezu dasselbe wie das, was wir auch in der Präsenz haben. Nämlich, dass es, je größer die Veranstaltung wird, umso weniger geeignete Aktivierungen gibt. Gruppenarbeit mit kleinen Gruppen, das klappt in einer Seminargröße sehr gut. Bei 1500 Studierenden in einem Hörsaal, bei uns an der RWTH so eine typische Maschinenbauerveranstaltung. Keine Chance. Da geht Gruppenarbeit nicht mehr, da gehen auch Vorträge von Studierenden nicht mehr, zumindest dann nicht, wenn alle Studierenden in den Genuss dieses Lernformats kommen sollen. Also, wir müssen so ein bisschen schauen, für welche Veranstaltungsgröße wir eigentlich bestimmte Medien und Tools und Werkzeuge einsetzen wollen. Also, das eben immer im Kopf behalten. Das Seminar stellt sich ganz anders dar als die Vorlesung. Und erstaunlicherweise ist es im Rahmen der Digitalisierung, nach meiner Erfahrung und auch nach der Erfahrung vieler Lehrender, die zu mir ins Center kommen und fragen und eben nach Unterstützung fragen und um unseren Support bitten, so, dass die Einführung digitaler Formate gerade bei den großen Veranstaltungen jetzt im Online-Kontext viel einfacher ist als bei kleinen Formaten. Gerade in den kleinen Formaten, wo viele von euch sich sehr innovative Dinge bereits ausgedacht haben. In der Präsenz ist es so, dass wir sehr, sehr schwierig nur diese Präsenzformate digitalisieren können. Man denke nur mal an das typische Laborpraktikum oder eine Exkursion in der Geografie. Völlig unklar, wie man das online machen wollen würde. Ein Abstimmen oder ein Fragen stellen, das ist kein so großes Problem. Das macht ihr gerade alle über Slido. Das erste Thema, das ich gerne mit euch teilen würde, das sind die Audience-Response-Systeme. Audience-Response-Systeme sind einfach Klickersysteme. Früher gab es dafür wirklich so Hardware-Produkte. Inzwischen ist das fast alles im Browser implementiert. Ich zeige euch gleich ein paar mögliche Lösungen noch. Und da geht es einfach darum, dass ihr Fragen an Studierende stellen könnt. Zum Beispiel Multiple-Choice-Fragen oder Matheaufgaben, bei denen eine Zahl eingetragen werden soll. Audience-Response-Systeme sind eines meiner Lieblingstools für die Lehre, weil sie so einfach zu bedienen sind, weil sie nicht von uns erfordern, dass wir unsere ganze Lehrveranstaltung umstellen, sondern man kann die einfach mal 5 Minuten einsetzen und dann schauen, wie Studierende darauf ansprechen, ohne dass man seine komplette Lehrveranstaltung umplanen müsste. Audience-Response-Systeme. Eines davon habt ihr gerade benutzt, nämlich die Word Cloud. Ein zweites benutzt ihr aktuell, nämlich das Einsenden von Fragen. Sind sehr, sehr positiv beforscht. Es gibt viel Forschung dazu und die ist fast ausschließlich positiv. Audience-Response-Systeme sind gut für die Teilnahme eurer Studierenden, für die Aktivität eurer Studierenden, für die Aufmerksamkeit, für das Engagement und sie führen zu besserer Lernleistung, zumindest kurzfristig, im Rahmen einer Klausur. Audience-Response-Systeme erlauben euch, das Wissen eurer Studierenden zu kontrollieren, und zwar egal, ob da 30 oder 1500 Personen sitzen. Und sie steigern das fachbezogene Selbstvertrauen eurer Studierenden. Das bedeutet, Studierende sind in der Lage, euch Rückmeldung dazu zu geben, ob sie das können, was ihr eigentlich gerade von denen verlangt. Denn wenn ihr eine Multiple-Choice-Frage stellt und die wird überwiegend falsch beantwortet, dann wisst ihr, da ist irgendwas im Busch. Da stimmt was nicht. Darauf muss ich nochmal eingehen. Und auch die Studierenden, wenn sie die Fragen richtig beantworten, die gewinnen fachbezogenes Selbstvertrauen. Die können ständig prüfen, kann ich das, was ich da können soll? Und dann merken Sie oft, ja, ich kann das. Ich habe die Frage gerade richtig beantwortet. Und dann seid ihr auf jeden Fall bei der Benutzung dieser Audience-Response-Systeme mit positiven Wirkungen sowohl bei euch. Ihr bekommt mehr Einblick in den Kenntnisstand eurer Studierenden und zwar schon während des Semesters. Aber gleichzeitig auch bei den Studierenden selber nur positive Wirkungen könnt ihr erwarten. Zudem finden sich praktisch keine negativen Effekte. Studierende, ja? Ich Studierende schalte machen mich das gerne. gerade nochmal ein, weil. Kannst du Ja, mich hören? gerne. Genau, weil im Chat die Frage diskutiert wird, ob das was ist auch für asynchrone Lehre oder ob du im Moment nur über synchrone Lehre Dazu komme ich sprichst. gleich nochmal. Sehr gute Frage, komme ich gleich dazu.
Aktive und passive Studierende haben gleichermaßen positive Einstellungen. Ich habe es gerade gesagt, Studierende finden das einfach gut, wenn ihr das macht. Allerdings nur dann, wenn die Benutzung freiwillig ist. Sobald ihr die Benutzung knüpft, also es gibt in Moodle zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sich vorher einloggen muss, bevor man in einer Veranstaltung solche Fragen, die ihr dann während der Sitzung stellt, beantworten kann, dann finden Studierende das nicht gut, weil die dann, weil das dann plötzlich als Zwang eben empfunden wird und immer die Angst herrscht, dass ihr auf die Ergebnisse draufschaut. Also macht das freiwillig und macht das am besten mit anonymen Tools. Bevor wir auf die Frage kommen, für welches Setting sich das eigentlich eignet. Ihr seht, es eignet sich auf jeden Fall super für das Live-Setting, also für dieses Webinar-Konstrukt. Und ich kenne viele Lehrende an der RWTH, die sagen, ich bin weiterhin eigentlich nicht bereit, meine Vorlesung aufzuzeichnen und als Aufzeichnung zur Verfügung zu stellen. Ich möchte es nur live machen. Wir raten deutlich davon ab, das zu tun. Wir sagen den Dozierenden, wann immer eure Veranstaltung keine datenschutzrechtlichen Verletzungen mit sich bringt, indem ihr zum Beispiel Studierende filmen würdet, nehmt bitte auf und stellt diesen Stream euren Studierenden zur Verfügung im Moodle-Raum oder im Lernmanagement-System. Das machen aber weiterhin nicht alle Lehrende, weil es immer noch berechtigte Sorgen gibt, wo dieses Video dann mal irgendwann landen könnte, zum Beispiel. Und von daher ist Audience Response natürlich vor allem fürs Live-Setting geeignet. Ich komme aber gleich noch auf die Methoden. Audience Response bedeutet aber auch, dass ihr Fragen stellen müsst, zum Beispiel Multiple-Choice-Fragen. Und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Denn diese Fragenerstellung, die erfordert gewisse Einarbeitung in Fragenkonstruktion und auch die Revision von offenbar schlechten Fragen. Dazu braucht ihr aber nicht so einen Wälzer zu lesen, wie den ihr da rechts seht. Der ist von Psychologen für psychologische Diagnostiker geschrieben. Das mag man nicht gerne lesen vielleicht, aber es gibt sehr, sehr einfache Regelwerke, die man im Internet findet, die sich im Wesentlichen alle auf diese Punkte hier herunterbrechen lassen. Wenn ihr Multiple-Choice-Fragen stellen wollt, egal ob live oder als Quiz asynchron im Lernraum, dann sollten diese Fragen entweder beantwortbar sein, ohne die Frage zu lesen, oder beantwortbar sein, ohne die Antworten zu lesen. Das ist erstmal nicht klar, was das bedeutet. Das heißt nur, dass ihr nicht so etwas macht, wie einen Text zu schreiben und dann schreibt, die Studierenden sollten also Punkt, Punkt, Punkt und dann werden die Antworten aufgelistet. Punkt, 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 in der Webkonferenz ihren wahren Namen nennen und so weiter. Dann kommen also bestimmte mögliche Antworten. Macht das nicht, sondern formuliert die Fragen so, dass man entweder eigentlich die Antworten gar nicht lesen muss, wie zum Beispiel bei einer Matheaufgabe, oder so, dass die Antworten bereits alle Informationen enthalten, die man braucht, um sie beantworten zu können. Denn nur so vermeidet ihr, dass die Studierenden ständig hin und her springen müssen zwischen dem Eingangstext und den Antworten im Multiple-Choice-Fall, die ihr da gegeben habt. Verwendet keine Keywords, so wie nie oder immer oder so. Das weist in aller Regel auf Antworten hin, die falsch sind. Wählt die Antwortalternativen gleich lang, also nicht eine mit einem so langen Satz und eine andere mit einem drei- oder vierzeiligen Satz. Auch das ist in aller Regel so, dass Studierende dann, wenn sie es nicht wissen, dazu neigen, entweder die längste oder kürzeste Antwort anzuklicken. Und meistens ist eine davon tatsächlich auch die richtige. Nehmt gleich plausible Antwortalternativen, wenn ihr Multiple Choice macht. Wählt nicht immer die zweite Position richtig. Es gibt Audience Response Systeme, die euch nicht erlauben, die Reihenfolge der Antworten zu randomisieren, also in zufälliger Reihenfolge für jeden Studierenden anders anzubieten. Also wählt die Positionen immer mal so zufällig. Macht die Antwortalternative nicht zu ähnlich. Ist nicht gut, wenn sich die Antwortalternativen nur um ein kleines Wort unterscheiden, zum Beispiel ein Nicht. Ja, das ist nicht gut, weil man das sehr schnell eben überliest. Wenig oder möglichst keine Negationen. Man weiß, der Mensch, gerade mit so Negationen und doppelten Negationen haben wir so öfter mal unsere Schwierigkeiten. Benutzt nicht zu viele Wortwiederholungen. Das hat ein bisschen zu tun mit den ähnlichen Antwortalternativen. Und gebt mindestens vier, am besten noch ein bisschen mehr Antwortalternativen. Warum? Weil sonst die Ratewahrscheinlichkeit zu hoch wird und Studierende einen möglicherweise falschen Eindruck über ihren eigenen Kenntnisstand bekommen, wenn sie öfter mal richtig liegen, das aber reiner Zufall war. Also, wenn ihr das hier beachtet, dann seid ihr ab jetzt Experten bei der Stellung von Multiple-Choice-Fragen. Entweder für Audience-Response-Systeme im Live-Setting oder aber für eben das asynchrone Setting. Da komme ich gleich noch drauf. Dann gibt es seit einiger Zeit nicht nur diese
Multiple-Choice-Fragen oder Lückentexte oder oder eben mathematischen Aufgaben, wo man eine Zahl eintragen muss, sondern auch das, was ihr gerade macht über Slido, nämlich Questions und Answers. Also, dass das Publikum Fragen stellen kann und ihr auf diese Fragen antwortet. Auch das ist ein Format eher fürs Live-Setting, funktioniert aber sehr, sehr gut. Was wir nämlich sehen ist, dass wenn ihr Studierenden eine Möglichkeit anbietet wie Slido, dass dann die Anzahl der digital gestellten Fragen um ein Vielfaches höher ist, als wenn ihr früher im Hörsaal oder im Seminarraum gefragt habt, hat noch jemand eine Frage? Das kennt man ja. Da antwortet entweder gar keiner oder eben immer dieselben 5 oder 6. Und man kriegt nicht wirklich einen Eindruck davon, ob die anderen das eigentlich verstanden haben oder ob die nicht auch alle Nachfragen hätten. Die Anzahl der digital gestellten Fragen ist um ein Vielfaches höher. Die Fragen erlauben euch, die Lernstände und vor allem die Lerndefizite eurer Studierenden sehr gut abzuschätzen. Allerdings ist auch da bei bestimmten Auditorien, bei euch natürlich nicht, aber bei studentischen Auditorien auch öfter mal Moderation notwendig. Nahezu alle dieser Tools, auch Slido, lassen es zu, dass die Fragen vorher moderiert werden. Dazu braucht ihr aber eine zweite Person im Veranstaltungsraum, die dann die Aufgabe hat, die eingehenden Fragen zuerst mal zu sichten und nur diejenigen freizugeben, die jugendfrei sind sozusagen. Also darauf sollte man achten. Ich hab das nie gemacht mit der Moderation, und bin dann mit ausfällig werdenden Studierenden oder auch mit möglicherweise re rechtsradikalen Kommentaren, all das ist schon vorgekommen, hab versucht, das in der Sitzung zu adressieren und solche Fragen dann auch von Hand rauszulöschen. Aber das mag daran liegen, dass ich vor allem Psychologiestudierende vor mir sitzen hatte. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr ausgewählte Stichprobe, die mit der typischen Horde von Bauingenieuren, Maschinenbauern, Wirtschaftswissenschaftlern wahrscheinlich eher nicht zu vergleichen ist, alleine schon aufgrund der Größe des Auditoriums. Nichts gegen unsere Bauingenieure, aber ich glaube, dass man da meine Erfahrungen mit Psychologiestudierenden nicht übertragen kann auf das, was in anderen Hörsälen möglicherweise abläuft. Ich weiß von Kollegen, dass sie deshalb dieses Live-Q&A gelassen haben, weil es dort eben diese ausfallenden Kommentare gab. Habe ich einfach immer empfohlen, lass es doch moderieren. Und wenn dann der Hinweis kommt, ja, ich habe aber niemanden, der das machen kann, dann lass das einfach von einem Studierenden machen, der auch gerade zuhört. Dann gebt dem einfach Zugang, irgendein Studierender oder eine Studierende, dem oder der ihr vertraut, und dann soll die diese Fragen dann eben überwachen. Das geht gerade bei so Veranstaltungen, in denen ihr zumindest die Gesichter so kennengelernt habt, ganz gut. Jetzt kommen wir mal zu den Systemen, die ihr verwenden könnt. Natürlich gibt es Moodle-Plugins dafür und möglicherweise liefert auch euer Lernraum, euer eigenes Lernmanagementsystem, so es denn nicht Moodle ist, sondern zum Beispiel Ilias oder Blackboard oder OLAT, liefert vermutlich auch die Möglichkeit, solche Quizfragen zu stellen, auch live zu stellen. Ich habe Moodle bislang noch nie benutzt, weil die Studierenden da in meiner Erfahrung immer Sorge haben, dass ich auf die Ergebnisse draufschauen kann. Und zwar individuell, personengebunden auf die Ergebnisse eines bestimmten Studierenden. Deswegen habe ich bislang immer davon abgesehen, solche Systeme zu nutzen, sondern habe eines dieser Systeme benutzt. Wir haben zwei aus Deutschland, Ars Nova links oben und Pingo. Nur Ars Nova ist nicht kommerziell, zumindest derzeit noch. Zum Ende des Sommersemesters ändert sich das leider. Da gibt es dann ein Start-up, aber zumindest sind Ars Nova und Pingo an deutschen Hochschulen entwickelt. Ars Nova an der TH Mittelhessen und Pingo an der TU Paderborn, glaube ich. Ja. Dann haben wir Slido, das, was wir gerade benutzen. Pigeonhole, auch ganz ähnlich zu Slido. Feedbacker, eine Lösung von Kollegen an der TU Graz, aber inzwischen auch eine kommerzielle Ausgründung. Mentimeter und Poll Everywhere. Die letzten beiden, nee, die, also Slido, Pigeonhole, Mentimeter und Poll Everywhere sind nicht aus Deutschland oder aus dem Dachraum. Ars Nova, Pingo und Feedbacker schon. Also da kann man sich nochmal überlegen, welches davon man vielleicht benutzen möchte. Alle bieten kostenlose Accounts mit Einschränkungen, sodass ihr das einfach mal ausprobieren könnt, kostet nichts. Dann gibt es noch diese zwei Tools, die ich so ein bisschen abgesetzt habe, da rechts unten, Frag jetzt und Kahoot. Frag jetzt ist praktisch das, was ihr gerade im Slido macht, nämlich Fragen zu stellen, auch von der TH Mittelhessen entwickelt. Aber nur das, keine andere Komponente, nur eben das Fragen stellen, was ihr gerade über Slido macht. Wer also alles andere nicht braucht, wer keine Multiple-Choice-Fragen stellen möchte, der kann sehr gut Frag jetzt eben verwenden, weil sich die Kollegen von der TH Mittelhessen sehr, sehr intensiv
intensiv um Datenschutz und Datensicherheit, vor allem um deutsches Datenschutzrecht bzw. europäisches Datenschutzrecht Gedanken gemacht haben. Und schließlich Kahoot ist auch ein System, das man sehr schön einsetzen kann. Das ist so eine Quiz-Rallye. Auch dafür gibt es Moodle-Plugins. Das kann man am Anfang oder am Ende einer Live-Veranstaltung machen. Da stellt ihr nicht eine Frage und lasst die beantworten, sondern die Studierenden, die springen selber durch eine Reihe von Fragen und am Ende gibt es dann eine Auswertung mit so einem Leaderboard, wer hat da gewonnen und so weiter. Könnt ihr euch mal anschauen, Studierende finden das super. Jetzt aber vom synchronen in den asynchronen Teil. Denn ich finde, dass Studierende, die gerade nicht live teilnehmen können, und dafür gibt es verschiedene Gründe, die müssen nicht alle gerade mal keine Zeit gehabt haben, sondern zum Beispiel die Bandbreite. Was ist, wenn das Internet ausgefallen ist? Und wir stellen Konserven zur Verfügung. Also eben kein Livestream, so wie wir jetzt, sondern eine Konserve, so wie diese Aufzeichnung hier spätestens ab morgen. Was machen wir dann mit der Möglichkeit zu interagieren oder für die Studierenden aktiv zu werden? Quizfragen sind eine der Möglichkeiten, die wir auf jeden Fall einsetzen können. Also Quizfragen einfach als Komponente in eurem Lernmanagementsystem. Ganz einfach, die Regeln sind dieselben wie bei den Audience Response Systemen und ihr stellt einfach dort dieselben Quizfragen ein, die ihr auch bereits bei den Audience Response Systemen gestellt habt. Und dann verweist ihr einfach zur Beschreibung zu dem aufgenommenen Video, verweist ihr einfach darauf, die Audience-Response-Fragen, die in der Veranstaltung im Livestream gestellt worden sind, finden Sie auch noch einmal hier und Sie können die gerne dann auch parallel beantworten. Das reicht in aller Regel schon, damit sich die Studierenden, die dem Livestream nicht folgen können, konnten, trotzdem abgeholt fühlen. Das Einsenden von Fragen, auch das ist natürlich über den Lernraum möglich. Da habe ich aber keine guten Erfahrungen damit gemacht, weil Studierende sich auch da wieder nicht trauen, doofe Fragen zu stellen. Die haben Angst, dass ihr die irgendwie identifiziert und euch den Namen merkt. Das ist eine in meinem Fall völlig unbegründete Angst, weil ich mir nicht so gut Namen merken kann. Aber die Studierenden haben die berechtigte Angst, dass sie dort dann eben tatsächlich überprüft werden. Und dass sie einen schlechten Eindruck machen, wenn sie dann eine schlechte Frage stellen. Deswegen auch da nochmal die Empfehlung. So ein Tool wie Slido zum Beispiel, das, was ihr gerade nutzt, das kann man auch einfach offen lassen, über zum Beispiel 7 Tage. Dann sagt man den Studierenden, stellen Sie bitte hier Ihre Fragen und wir werden auf diese Fragen im Rahmen zum Beispiel des Moodle-Raums, eines separaten Videos oder einer kurzen Wiederholung am Anfang des nächsten Livestreams noch einmal eingehen. Und dann werdet ihr sehen, dass die Anzahl der Fragen explosionsartig steigt, die eure Studierenden euch über so ein anonymes Tool stellen. Ich kann ein Beispiel geben aus meiner eigenen Veranstaltung. Ich habe früher eine Klausurvorbereitungssitzung gemacht, wo Studierende in der Präsenz Fragen stellen konnten zu den Themen. Da gab es in aller Regel so zwischen 15 und 20 Rückfragen. Da habe ich irgendwann gedacht, ist doch Quatsch, dass ich in den Hörsaal zwinge. Fragen stellen können die auch über Slido. Haben die also über Slido Fragen gestellt und es waren dann nicht mehr 20, sondern 90. Und die Fragen waren alle gut, alle sinnvoll und haben mir nochmal gezeigt, wo es wirklich hakt bei den Studierenden. Deshalb empfehle ich diese anonyme Möglichkeit, für Studierende Fragen zu stellen, sowohl synchron wie auch asynchron, auf jeden Fall anzubieten. Die Beteiligung, die Aktivierung wird, also ihr werdet wahrscheinlich überrascht sein, wie hoch plötzlich die Beteiligung und Aktivierung der Studierenden ist. Also Quizfragen, asynchron. Quizfragen funktionieren genauso gut wie Audience-Response-Systeme. Die Prüfungsleistungen verbessern sich, der Wissensbehalt der Studierenden ist höher und vor allem dann, wenn eben Quizinhalte und dann die Prüfungsfragen konzeptuell hinreichend ähnlich sind. Natürlich ist es so, dass ihr mit einer Multiple-Choice-Frage keine Ausgrabung irgendwie simulieren könnt. Das geht nicht, da sollte man auch nicht erwarten, dass das irgendwie lernwirksam ist. Aber solange die Kompetenzen, die ihr adressiert im Rahmen der Quizfrage, ähnlich sind zu den Prüfungsinhalten, funktionieren Quizfragen sehr, sehr gut. Und selbst wenn sie es nicht sind, dann erlaubt ihr trotzdem den Studierenden die Überprüfung des eigenen Wissens während des Semesters und auch ihr bekommt einen sehr guten Eindruck darüber, wie die Quizzes ausgefüllt worden sind und auf welche Dinge ihr vielleicht nochmal eingehen solltet. Das Quizzing, das erhöht genau wie die Audience-Response-Fragen die Zufriedenheit, das Engagement und auch die Selbstwirksamkeitserwartung bei den Studierenden. Also dieses Gefühl, ob man das kann, was der Lehrende da von einem gerade verlangt. Aber auch den Workload. Studierende machen das in aller Regel und dadurch erhöht sich natürlich die Zeit, die die Studierenden für ihr Eigenstudium eben verwenden. Und gleichzeitig sind Quizzes, und das wissen wir, eine wichtige Vorbedingung dafür, dass andere digitale Formate funktionieren. Zum Beispiel das Anschauen eines Videos.
Wenn ihr einfach nur so ein Video in den Lernraum stellt, das wird vielleicht geguckt, vielleicht auch nicht. Wenn ihr ein Quiz dazu bringt, dann ist offenbar dieses Quiz eine ganz wichtige Vorbedingung dafür, dass das Video tatsächlich lernwirksam wird, weil die Studierenden dann mit ganz anderen Fragen und Erwartungen an das Video rangehen. Deswegen Quizzing, sehr gute Sache, macht das auf jeden Fall. Das waren aber jetzt fast schon die Formen, die wir für uns in der Frontallehre verwenden können, um unsere Studierenden wirksam zum Lernen zu bewegen und auch zum aktiven Lernen. Also im Live-Setting Audience-Response-Systeme und im Live-Setting das anonyme Fragen- und Antworten-Spiel und dann im asynchronen Setting Quizzes und auch bestenfalls ein asynchrones Fragen- und Antworten-Spiel. Was können wir machen, wenn es tatsächlich um Gruppenarbeit geht? Gruppenarbeit ist gut und deswegen wollen wir das machen. Probanden in kleinen Gruppen erzielen signifikant bessere Leistungen in späteren Lernüberprüfungen. Dadurch, dass sie Wissen oft co-konstruieren, dass sie sich gegenseitig helfen. Gruppenarbeit ist gut, deswegen machen wir das oft schon in der Präsenz in Seminaren. Bestimmte Gruppenarbeitsformate sind sehr gut geeignet, Aktivierung zu erzielen, mentalen Absentismus zu reduzieren und so weiter. Also das wirkt, das aktiviert. Aber ganz wichtig dabei ist, dass der Erfolg der Gruppenarbeit oft davon abhängt, dass Studierende nicht sozial faulenzen können. Man kann sich das vorstellen bei einer Veranstaltung mit 1500 Personen, wenn ihr da sagt, so, jetzt macht er mal hier irgendwie Peer-Work, also ihr dreht euch mal zum Nachbarn um und dann irgendwie diskutiert ihr mal über eine bestimmte Fragestellung und dann nehme ich hinterher einen von euch dran. Da ist die Wahrscheinlichkeit für einen persönlich, dass man drankommt, bei 1500 Personen im Hörsaal sehr, sehr klein. Und man neigt dann vielleicht als Studierender dazu, auch mal gerade das Smartphone zu checken, statt sich wirklich an der Gruppenarbeit zu beteiligen. Deswegen ist es wichtig, dass man den Studierenden die Möglichkeit gibt, ihre Arbeitsergebnisse zu dokumentieren. Zum Beispiel über ein Audience-Response-System, in dem ihr nämlich Arbeitsergebnisse abfragt. Und an dieser Abfrage, da können sich dann ja wieder alle Studierenden eben beteiligen. Dasselbe geht über ein Quiz oder über eine Aufgabe in eurem Lernmanagementsystem. Wenn ihr die Studierenden verpflichtet, dort ihre Ergebnisse zu dokumentieren, und zwar noch während der Sitzung. Super. Gruppenarbeit in Videokonferenzsystemen, ganz kurzer Ausblick auf unser Wahlmodul zu Videokonferenzsystemen, ist praktisch mit allen der aktuell eingesetzten Videokonferenzsysteme möglich. Die Technik dazu, die heißt mal Breakout Rooms, es gibt auch den Term Subspaces. All diese Begriffe meinen nur eine einzige Sache, dass man nämlich eine Gruppe nimmt, zum Beispiel eine Gruppe von 40 oder 50 Studierenden, die in Kleingruppen aufteilt. Man schickt sie dann in diese virtuellen Arbeitsräume, da sind sie getrennt von den anderen Studierenden und da bearbeiten die dann eine Gruppenaufgabe. Ganz wichtig ist, dass ihr für das Gelingen so einer Gruppenaufgabe im Online-Kontext immer berücksichtigt. Die Technik muss klar sein. Die Spielregeln müssen klar sein und die Arbeitsziele müssen klar kommuniziert sein. Das heißt, wie Sie arbeiten, woran Sie arbeiten, was Sie als Produkt Ihrer Arbeit generieren sollen, das muss Studierenden erklärt werden. Und dann sind die Gelingensbedingungen ähnlich wie bei den Wikis. Das kommt exakt jetzt. Noch ein Kommentar zu den Breakout Rooms. Ihr kennt das wahrscheinlich bei der Gruppenarbeit in der klassischen Präsenz. Da gehen immer mal wieder die Hände hoch und Studierende sagen, ah, wir haben hier ein Problem und wir haben eine Frage. Es gibt einzelne Videokonferenzsysteme, die das sehr einfach möglich machen, dass Teilnehmer innerhalb eines solchen Breakout Rooms sich beim Meeting-Host, also bei euch als Lehrenden, melden. Dann kriegt ihr so eine Warnung auf den Bildschirm, wo dann steht, aus dem Breakout Room 3 gibt es gerade eine Nachfrage, schalte ich da mal bitte ein. Dann könnt ihr euch als Lehrende in diesem Breakout Room einschalten und die Frage beantworten. Diese Möglichkeit der sehr einfachen Rückfrage bieten nicht alle Videokonferenzsysteme. Wenn euer Videokonferenzsystem das also nicht anbietet, dann müsst ihr euch eine Möglichkeit überlegen, wie Studierende nachfragen können. Ob das per Mail stattfindet oder über einen schnellen Post im Forum, so wie Hilfe, wir brauchen mal in Breakout Room 3 eine Unterstützung, besprecht mit den Studierenden, wie Nachfragen ermöglicht werden. Denn sonst kann es sein, dass eine gesamte Gruppenarbeitssession für eine bestimmte Gruppe, die eine Frage hatte, komplett wertlos war, weil sie einfach nicht weiterarbeiten konnten. Und jetzt kommen wir endlich zu den Wikis in der Lehre. Jetzt geht es eher um die asynchrone
Betätigung, also um das asynchrone Aktivieren von Studierenden. Eine der Möglichkeiten dazu, die seit langem diskutiert wird, auch viel, viel beforscht ist, das sind die sogenannten Wikis. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass ihr von den Studierenden die Dinge selbst machen lasst. Wiki, das kann man sich genauso vorstellen wie die große Wikipedia, nur dass das meistens im Learning Management System abläuft. Studierende befüllen also eine Wikipedia-artige Struktur mit Wissenselementen, die sie selbst recherchiert oder auch generiert haben. Das heißt, eure Studierenden machen plötzlich eigentlich Lerninhalte. Das funktioniert so moderat gut. Es gibt viel Forschung zu Wikis und die ist sehr, sehr durchwachsen. Wer sich mit Wikis ein bisschen näher auseinandersetzen möchte, der sollte vor allem diesen Artikel hier lesen. Der ist sehr, sehr gut, weil er beschreibt, was man unbedingt tun muss, damit Wiki-Arbeit überhaupt prinzipiell erfolgreich sein kann. Man sollte als Lehrender sehr aktiv sein und diese Wiki-Gruppen aktiv betreuen. Man sollte explizite Rollen vergeben an die Wiki-Teilnehmer. Das heißt, wer zum Beispiel eher als Beitragender, wer eher als Reviewer dienen soll, also die Beiträge auf Qualität prüft, was die Studierenden überhaupt tun müssen, wie viel sie tun müssen und so weiter. Das muss alles klar sein. Wählt die Themen sorgfältig aus, bei klarer Über- oder Unterforderung wird das nichts. Auch bei Themen, bei denen sich Studierende einfach bei der echten Wikipedia bedienen können oder eine kurze Internetrecherche eine solche Latte von Texten dann eben zutage fördert, die Studierende einfach per Copy-Paste reinkopieren könnten, das ist keine erfolgreiche Wiki-Arbeit, dabei lernen die Studierenden gar nichts. Ihr solltet die Studierenden sehr eng monitoren, also wirklich schauen, wer trägt aktiv bei. Ihr solltet klare Anleitungen geben, wie es beizutragen, wie haben Beiträge auszusehen, wie hat der Review-Prozess auszusehen und so weiter. Also das ist wichtig. Und kontinuierliche Leistungsevaluation, also schaut immer, was die Studierenden da machen. Das ist richtig viel Arbeit. Deswegen ist das Wiki kein asynchrones Lernelement, wo ich sagen würde, ach, mach das einfach mal, ne? Irgendwie installieren oder einrichten und vergessen, sondern das erfordert wirklich Arbeit von euch. Deswegen, ne? Überlegt euch das gut, ob ihr das machen wollt. Ich habe hier nochmal aufgeschrieben, diese Hausregeln, die da gerade auf Englisch standen. Ihr findet die Präsentation im Moodle-Raum. Das heißt, da könnt ihr euch das hier nochmal anschauen. Wikis sind lernförderlich, allerdings vor allem, wenn es um Entwickeln und Produzieren geht. Weniger dann, wenn es um kritische Reflexion dessen geht, was man da gemacht hat. Also Studierende tragen bei und schreiben Texte oder sie kopieren einfach nur Texte. Und oft findet eine entsprechende Auseinandersetzung mit dem, was dort eigentlich beigetragen wird, nicht statt. Das heißt, die Texte sind oft recht oberflächlich, enthalten auch Fehler oder sind wirklich einfach nur zusammenkopiert. Keine gute Sache. Deswegen eben dieses enge Monitoring der Studierenden. Aber selbst dann sind Wikis eher so produzieren, weniger tatsächlich, dass man sich mal hinsetzt und tatsächlich kritisch über einen Gegenstand nachdenkt. Auch die Wirkung auf die Motivation, auf die Zufriedenheit eurer Studierenden und die Zusammenarbeitsneigung sind extrem durchwachsen. Das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren. Deswegen bei Wiki so ein kleines Sternchen dran. Wenn man das gut macht, dann kann das funktionieren. Dann ist das auch sehr aktivierend, weil Studierende wirklich aktiv arbeiten müssen. Aber das kann auch wirklich in die Hose gehen und vor allem müsst ihr recht viel überwachen. Ein nächstes Tool, das ihr verwenden könnt, um Studierende aktiv zum Arbeiten zu kriegen, ist das sogenannte Peer Grading. Da geht es darum, dass Studierende Aufgaben erledigen, zum Beispiel ein Essay schreiben oder auch eine Mathematik, einen mathematischen Beweis führen, dass sie den hochladen in einem entsprechenden Softwaresystem und dass dann diese Lösung an die anderen Studierenden verteilt wird, also an eine ausgewählte Gruppe, und die korrigieren diese Lösung und geben dafür auch eine Bewertung ab. Das heißt, nicht ihr seid diejenigen, die Arbeiten bewerten, sondern alle anderen Studierenden. Es gibt verschiedene Systeme für ein solches Peer Grading. Ich habe euch hier mal vier davon aufgeführt. Moodle bietet zum Beispiel eine solche Peer Grading Komponente an, die ist recht bequem. Es gibt zwei kommerzielle Lösungen, Peer Grade und Crowdgrader, die aber auch kostenlose Accounts anbieten. Und es gibt für Google Sheets ein Peer Grading Tool von einem Deutschen, eben Lehrenden, der zumindest das Einsammeln der Korrekturen der Studierenden und die Bildung der ja gemittelten Bewertung von den Studierenden, die eine Arbeit bewertet haben, dann schon mal für euch übernimmt. Aber ganz klar, die ersten drei, die funktionieren besser, weil auch da die Verteilung automatisch funktioniert, das Einsammeln automatisch funktioniert. Da habt ihr relativ wenig damit zu tun. Peer Grading funktioniert. Oder aber eben auch nicht.
Wann funktioniert Peer Grading nicht? Peer Grading funktioniert immer dann nicht, wenn ihr die Hausregeln verletzt, die auch bei den Wikis bereits aufgeführt worden sind. Die Studierenden brauchen klare Rollen. Das heißt, weist denen solche Rollen zu wie konstruktiver Kommilitone oder strenger Professor oder Nörgler oder Lobender. Und dann agieren die Studierenden entsprechend dieser Rollen. Wenn ihr das nicht macht, und vor allem, wenn ihr nicht klarstellt, wie so eine Rückmeldung, wie so eine Korrektur abzulaufen hat, dann kann das komplett in die Hose gehen. Wenn ihr das gut macht, wenn ihr die Hausregeln klärt, und wenn ihr so ein bisschen ein Auge drauf habt, dass dort Beschwerden, die einen natürlich eingehen können, wenn sich Studierende ungerecht bewertet fühlen, dass die von euch adressiert werden, dann ist Peer Grading ein aus meiner Sicht und in meiner Erfahrung sehr erfolgreiches Format. Vor allem, und das ist für mich der allerwichtigste Teil, nicht diejenigen, die die Aufgabe bearbeitet haben, also nein, nicht von der Aufgabenbearbeitung profitieren die Studierenden am meisten, sondern von der Korrektur fremder Aufgaben. Da werden plötzlich alternative Lösungswege klar. Man muss sich auseinandersetzen damit, ob eine Lösung, die offensichtlich nicht der eigenen entspricht, wirklich richtig ist. Und da muss man einsteigen. Und das scheint, gerade dieser Teil des Peer Gradings scheint wertvoll zu sein. Also probiert das gerne mal aus. Das kann man auch nur einmal machen. Dafür müsst ihr auch nicht eure komplette Veranstaltung verändern, sondern ihr gebt einfach mal eine Aufgabe rein und sagt, so, das machen wir mal im Peer Grading. Und wenn ihr das dann vernünftig erklärt habt, dann habe ich gute Hoffnung, dass das auch erfolgreich ablaufen kann. Die empirische Evidenz ist eben entsprechend durchwachsen. Ich habe aber noch mal hier so ein paar Punkte aufgeschrieben. Also Peer Grading kann jeder. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass die Schlechteren im Kurs schlechtere Bewertungen abgeben. Das ist nicht so. Auch diejenigen, die besonders viel Zeit investieren in eine Korrektur, die profitieren nicht mehr. Sondern wichtig ist, dass ihr erstens die Rückmeldung anonym gestaltet. All die Systeme, die wir gerade gesehen haben, erlauben das. Und dass ihr die Anzahl der Studierenden, die eine bestimmte Aufgabe korrigieren sollen, hinreichend groß haltet. Wenn es nur einer ist, das hilft nicht viel. Da kommen nämlich dann auch vollkommen irreführende Bewertungen dabei raus. Sobald es drei oder vier machen, könnt ihr euch ziemlich gut eben darauf verlassen, dass wenigstens einer von denen die Aufgabenlösung, die er oder sie bewerten sollte, tatsächlich korrekt bewertet. Und dann werden eben diese Urteile über in aller Regel Software-Algorithmen miteinander verrechnet. Und da kommt ein recht gutes Ergebnis dabei raus. Also, solange ihr eine der Plattformen oder auch das Moodle-Plugin oder ein entsprechendes Plugin für eure Lehrveranstaltung verwendet, seid ihr auf der sicheren Seite. Peer Grading auf jeden Fall mal ausprobieren, würde ich sagen. Dann gibt es im Augenblick die Idee, dass Student-Generated Content was sehr Gutes sein könnte für die aktuelle Online-Lehre. Ihr seht da in deinem Hintergrund diesen Studierenden, oder diese Studierende, die mit ihrem Smartphone eben etwas aufnimmt. Jetzt könnt ihr euch ja denken, Mensch, die Studierenden, die sitzen alle gerade zu Hause rum. Ich sehe die nicht, die kommen nicht zu mir in den Seminarraum. Warum lasse ich die nicht einfach ein Lernvideo drehen? Oder ich lasse sie ins Wiki eintragen. Auch das ist Student-Generated Content. Oder ich lasse sie ein Essay schreiben. Meistens aber geht es um Videodreh bei diesem Student-Generated Content. Deswegen hieß diese Sektion in früheren meiner Präsentation, wo ich diese Folien verwendet habe, auch schon mal Student-Generated Video, weil oft ist das halt Video. Und Video ist für die Studierenden super attraktiv. Und das werden wir jetzt sehen. Die studentische Motivation und der freiwillige Workload, den Studierende in solchen Content investieren, ob das ein Bild ist oder ein Video oder ein aufgezeichneter Podcast, egal. Ist extrem hoch. Gerade dann, wenn ihr so etwas am Ende einer Veranstaltung mit den Studierenden dann eben nochmal anschaut oder anhört oder besprecht, dann neigen die Studierenden eben dazu, ein sehr, sehr qualitativ hochwertiges Produkt abgeben zu wollen. Und da können durchaus sehr gute Lehrfilme dabei herauskommen. Also Studierende generieren Lösungen zu einer Aufgabe, eben indem sie zum Beispiel ein Video darüber aufnehmen. Das Problem an diesem Student-Generated Content, und das gilt insbesondere fürs Video, dass die Lerneffekte sehr, sehr durchwachsen sind. Die Studierenden finden das zwar super, zumindest die meisten von denen. Die sind extrem zufrieden, die sind auch su super aktiviert, super engagiert, aber die Studierenden nehmen oft ihre eigenen Lernerfahrungen und vor allem die eigenen Kompetenzzuwächse sehr viel stärker wahr, als sie tatsächlich sind. In Wahrheit nämlich ist es bei Student-Generated Content nicht selten so, dass das Konzeptverständnis bei den Studierenden eher unverändert bleibt. Warum ist das so?
Ganz einfach. Erstens dann, wenn es bei der technischen Umsetzung, zum Beispiel beim Video, zu Frustration kommt. Und zweitens, und das gilt besonders fürs Video, es entwickelt sich bei Studierenden sehr schnell ein Ästhetikfokus. Das Produkt soll gut aussehen. Ihr Beitrag zum Lernraum soll gut aussehen. Und dann vergessen sie oft so ein bisschen die inhaltliche Qualität und das Konzept und die wissenschaftliche Qualität. Da müsst ihr ein Auge drauf haben. Und deswegen ist Student-Generated Content erstmal sehr attraktiv oder es klingt sehr attraktiv für Lehrende, weil man denkt, oh, die Studierenden, die machen jetzt plötzlich Lernmaterialien. Das funktioniert nicht. Ihr müsst da sehr, sehr intensiv drauf schauen, damit nicht extrem oberflächliche Beiträge der Studierenden eben passieren oder sogar fehlerhafte Beiträge. Das heißt, eure Aufgabe als Qualitätsmanagerin für diesen Student-Generated Content ist hoch. Auch da also kein Selbstläufer, wie bei fast allen dieser asynchronen Elemente, die ihr nutzen könnt, um eure Studierenden zu aktivieren, auch außerhalb einer live übertragenen Veranstaltung eben auch. Also noch einmal hier lernen bei Student-Generated Content, genauso wie auch schon beim Peer-Grading. Es gibt Experimente, die komplett in die Hose gegangen sind, Lehrprojekte, bei denen die Studierenden total zufrieden waren, aber nicht viel mehr gelernt hatten, bei denen falsche Dinge entstanden sind. Wenn ihr es richtig macht, wenn ihr die Hausregel, die wir schon bei den Wikis besprochen haben, auch da einzieht, dann allerdings ist das ein gutes Format, um Studierende wirklich ans Arbeiten zu kriegen. Gerade das Video. Was besser funktioniert als das Video, das sind Student-Generated Audience Response Fragen. Wenn ihr also die Studierenden damit beauftragt, Quizfragen zu entwickeln. Das habe ich schon mehrfach in meinen Lehrveranstaltungen gemacht, immer mit sehr, sehr viel Erfolg. Denn die studentische Generierung solcher Fragen steigert erheblich die Lernleistung. Das wissen wir aus der empirischen Forschung. Auch das Konzeptverständnis steigt. Metakompetenzen, nämlich die Selbstbewertung, also kann ich das eigentlich, was ich da gerade machen soll? Auch die Qualität von Feedbackgabe steigen, weil man sich ja eben auch über falsche Antworten Gedanken machen muss. Wenn so ein Studierender so eine Frage generiert, eben Multiple Choice, und auch Antworten dazu generieren muss, dann muss er verstanden haben, warum eine Antwort richtig oder falsch ist. Und das muss er auch rückmelden können. Und deswegen sind solche studentisch generierten Quizfragen eine sehr gute Methode, um Studierende aktiv zu kriegen, aber auch um eine saubere Beschäftigung mit dem Inhalt zu generieren. Die Wirkungen sind wie bei allen Student-Generated Content-Arten sehr, sehr positiv. Studierende bereiten sich sehr, sehr sorgfältig vor. Sie sind mehr dabei, sie sind aufmerksamer, sie kommunizieren mehr miteinander, wenn ihr das vielleicht noch in so eine als Gruppenarbeit ausgebt. Es gibt einen Wirkungstransfer der Erarbeitung solcher Fragen, nämlich indem man sich über falsche Antworten und auch über eine sinnvolle Erklärung, warum Antworten falsch sind, Gedanken machen muss. Und man muss keine Angst haben oder wenig Angst haben, dass die Fragen Mist sind. Das ist nicht der Fall. Die Fragen, die Studierende da generieren, haben oft eine sehr hohe Fragenqualität. Und wenn sie das nicht haben, dann, und ihr habt die Hausregeln beachtet, dann erkennt ihr das zumindest im Prozess relativ schnell. Und dann könnt ihr die Studierenden darauf hinweisen, nochmal, also die Frage, die taugt nicht wirklich, macht euch darüber nochmal Gedanken. Also das klappt sehr gut und vor allem habt ihr den total positiven Nebeneffekt, dass ihr diese Fragen dann ja auch wieder als Quizfragen in euren Lernraum einstellen könnt. Und diese Quizfragen aktivieren dann wieder die anderen Studierenden. Also nur positive Elemente. Damit bin ich praktisch pünktlich am Take-Home für unseren Vortrag und dann werden wir uns gleich mal eure Fragen anschauen. Was ist mir wichtig, was wir mitnehmen und was auch ich einfach gelernt habe in den letzten paar Wochen, in denen ich mich mit der eben Digitalisierung aus Sicht meines Centers, aber auch mit der Digitalisierung meiner Lehre beschäftigen musste. Take home für mich ist, nutzt die Funktionen eures Videokonferenzsystems, Breakout Rooms. Die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ist in manchen Videokonferenzsystemen enthalten. Sich per Audio oder Video zuschalten zu können auf Seiten der Studierenden. Nutzt diese Funktionen, wenn das sinnvoll ist. Beachtet aber dabei immer den Datenschutz. Und auch, dass es einzelne, wirklich sehr einzelne Studierende gibt, die da sehr allergisch reagieren. Wir können sagen, wir haben vor einigen Tagen die Datenschutzerklärung für unsere Studierenden rausgegeben. Die wurde über unseren AStA verteilt. Die Rückmeldungen, die uns von Studierenden erreichen, sind fast durchweg positiv. Die RWTH hat ungefähr 45.000 Studierende. Wir haben etwa 50 Fragen, sehr kritische Fragen zum Datenschutz bekommen.
Also das ist, ihr könnt damit rechnen, und das bei 45.000 Studierenden. Ihr könnt also damit rechnen, dass in euren Vorlesungen und Seminaren die meisten Studierenden eher an einer guten, aktivierenden, auch nett gemachten Lehre interessiert sind, als an der letzten Frage zur Datensicherheit und zum Datenschutz. Aber beachtet diese Fragen. Zeichnet nicht einfach auf, wenn Klarnamen eurer Studierenden zu sehen sind. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Nutzt die Funktionen eures Videokonferenzsystems, habt aber immer so ein bisschen im Kopf, Moment, ich muss auch Rechtsfragen beachten. Nutzt meine Empfehlung für das Live-Setting, nutzt auf jeden Fall Audience-Response-Systeme und die Möglichkeit, Live-Fragen der Studierenden entgegenzunehmen. Das sind zwei der am wertvollsten empirisch bewerteten Methoden, um Studierende im Live-Setting zu aktivieren. Die tun nicht weh, die zwingen euch vor allem nicht, eure gesamte Lehrveranstaltung zu verändern. Ihr müsst nur ein bisschen Zeit dafür einplanen, dass ihr mal so eine Frage stellt oder dass ihr Fragen beantwortet, die vom Auditorium gekommen sind. Und ansonsten hat das keinerlei negative Auswirkungen. Probiert das einfach mal aus. Die Technik ist extrem einfach. Mein Kollege Herr Nacken von der RWTH hier, der sagt immer professorentauglich. All diese Systeme sind absolut professorentauglich. Also probiert das gerne mal aus. Aber wenn ihr solche Quizfragen einsetzt, dann bitte auch asynchron. Dann stellt in eurem Lernraum, im Learning Management System, bitte auch diese Fragen als Quiz zur Verfügung, um die Studierenden, die nicht teilnehmen konnten, aus welchen Gründen auch immer, an dem Live-Setting dann auch mit den Fragen zu versorgen und ihnen nicht die Chance zu nehmen, ihre eigene Leistung eben überprüfen zu können. Bietet Kollaborationsformate an. Also nutzt die Breakout Rooms. Nutzt sowas wie Student-Generated Content. Es gibt so ein schönes Video gerade auf YouTube von den Ärzten der Band. Die kennen wahrscheinlich viele von euch. Die haben ein Lied aufgenommen von zu Hause alleine. Da sieht man auch die drei, die eben zu Hause sitzen und die haben trotzdem von zu Hause gemeinsam eben ein Lied aufgenommen. Sowas können eure Studierenden auch. Das kriegen die hin. Dazu müssen die nicht eben zusammenzukommen. Das heißt, scheut euch nicht, auch solche außergewöhnlichen Lösungen zu wählen und fragt eure Studierenden, wie sie das gefunden haben. Denn ich glaube, wir alle experimentieren zurzeit und wenn wir da mal so ein bisschen ins Klo greifen, sozusagen, das ist zu erwarten. Wir sind alle Neulinge, zumindest auf dem Gebiet jetzt. Und wenn da mal was schief geht, mein Gott, ja, dann, ich glaube, die Studierenden, die werden dafür Verständnis haben, dass auch ihr noch nicht die Weisheit mit Löffeln fressen konntet, weil es diese Weisheit einfach noch nicht gibt. Es gibt noch keine Best Practices. Es gibt nur Dinge, die man ausprobieren kann, die sich an der RWTH in den letzten Tagen bewährt haben. Und all die habe ich mit euch hier geteilt. Und schließlich eben genau diese Message. Don't worry, probiert es einfach mal aus. Fragt eure Studierenden, wie die das gefunden haben. Und dann könnt ihr recht schnell nachsteuern und dann evaluiert das Ganze. Ja? Also fragt regelmäßig eure Studierenden oder zieht einfach Evaluationsbögen ein. Das ist in Moodle recht einfach. Oder macht ein Blitzlichtformat oder fragt über ein anonymes Fragen-Antworten-Tool. Sag mal, wie fandet ihr eigentlich die Sitzung heute? Und dann guckt euch mal an, was da zurückkommt. Und die Studierenden sind erstaunlich kreativ und konstruktiv, wenn ihr sie dazu auffordert, nicht nur sich zu beschweren, sondern vielleicht auch reinzuschreiben, wie sie es denn verbessert hätten. Davon können wir alle lernen. So, und damit danke ich euch ganz, ganz herzlich, dass ihr zugehört habt. Ich komme jetzt zu euren Fragen. Ich gehe einfach mal rüber. Auf unsere Slido-Frage. Da habt ihr Fragen gestellt und ich gehe einfach mal diese Fragen von oben nach unten durch. Wir haben jetzt eine halbe Stunde so ungefähr. Vielleicht mache ich auch einfach ein bisschen länger. Ich versuche einfach mal all eure Fragen abzuhandeln und zu besprechen, die ihr gestellt habt. Also, wie schaffe ich es denn, wenn alles synchron ist, dass die Studis trotzdem dranbleiben? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da kann ich nur sagen, Quizzes. Quizzes sind das Mittel der Wahl. Mein Kollege, der Jürgen Handke, jetzt auch Ars Legendi-Preisträger, sehr, sehr wohlverdienter Ars Legendi-Preisträger, der sagt auch zu Recht, dass der Schlüssel zur Aktivierung der Studierenden im asynchronen Eigenstudium das Einziehen von Leistungsprüfungen ist. Und zwar nicht erst am Ende mit der Klausur, sondern Quizzes. Zieht Quizzes ein, damit eben ihr eure Damit eure Studierenden regelmäßig die Möglichkeit haben, ihre eigenen Kompetenzen zu überprüfen und dranbleiben. Noch besser ist es, wenn ihr diese Quizzes auch mit Antworten verseht. Das heißt, wenn ihr den Studierenden erklärt, warum eine falsche Antwort falsch ist.
Fast alle Lernraumsysteme ermöglichen das bei den Quizzes, dass ihr Erklärungen zu falschen Antworten dazu schreibt. Das ist aber viel Arbeit. Und diese Arbeit, also das kostet wirklich Zeit. So eine Frage zu erstellen, das geht recht schnell. Die hochzuladen, die einzustellen in den Lernraum, das geht auch recht schnell. Aber die Antworten dazu zu formulieren, da schreibt ihr unter Umständen ein bisschen länger. Wenn ihr das aber auch noch macht, dann ist ein großer Schritt getan dazu, dass eure Studierenden auch die anderen Lernmaterialien tatsächlich nutzen. Ihr könntet sogar noch einziehen, das macht der Jürgen Handke, so ein Ampelsystem auf Basis der Quizleistung, dass ihr den Studierenden recht konkret sagt, wie die Performance der letzten 2 Wochen oder so zu bewerten ist. Also der Jürgen Hanke, der hat damals so ein Ampelsystem eingeführt. Grün hieß, ihr habt die Quizfragen so gut beantwortet, dass ich zuversichtlich bin, dass ihr auch eben kompetent und zielführend in die Klausur gehen könnt, beziehungsweise damals noch an der Präsenzveranstaltung teilnehmen könnt. Gelb bedeutete, ja, du kannst schon was, aber guck die einzelnen Sachen vielleicht nochmal an. Und rot bedeutete, also du musst wirklich noch ein bisschen was machen, bevor du zielführend weiter an der Veranstaltung teilnehmen kannst. Spätestens wenn ihr das macht, dann sind viele Studierende wirklich aktiv dabei. Wir sehen, dass die Quizzing-Nutzung umso höher ist, je konstruktiver das ist, was ihr dort anbietet. Also falsche Antworten erklären. Und den Studis auch erklären, was ihre eigene Leistung bedeutet. Was also 10 von 15 richtig beantworteten Fragen bedeuten für den eigenen Leistungsstand. Und schließlich könnt ihr natürlich auch hergehen und sagen, ihr müsst alle Quizzes beantwortet haben, um euch zur Klausur anmelden zu können. Also bei wem von euch an den Hochschulen solche Modulbausteine möglich sind, oder auch also Klausurvorleistungen möglich sind, so kann man natürlich auch eben dann zumindest ermöglichen, dass die Studierenden die Quizzes beantworten. Das heißt noch nicht, dass sie sie richtig beantworten müssen, aber zumindest mü müssen sie sie einmal alle beantwortet haben. All diese Möglichkeiten zählen und die könnt ihr einziehen. Wie kann man erfahrungsorientiertes Lernen und tiefe Reflexionen online ermöglichen? Ja, ich gebe zu, mit Quizzes mit Sicherheit nicht, mit Audience Response Systemen auch nicht. Das sind dann eher Peer Grading. Das würde ich klar in den asynchronen Bereich verschieben. Peer Grading ist eins davon. Gruppenarbeit auf jeden Fall auch. Das Verteilen von Aufgaben und das Teilen der eigenen Lösungen ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Das sind so erste Ansätze, um tatsächlich erfahrungsorientiertes Lernen und Reflexion auch online zu ermöglichen. Ganz, ganz wichtig dabei ist immer, gebt den Studierenden die Möglichkeit, ihre eigenen Arbeitsergebnisse zu präsentieren, zu dokumentieren. Sagt denen, wie ein Produkt aussehen soll. Nur dann haben die Studierenden eine Anleitung dazu, wie sie eigentlich produktiv arbeiten sollen. Wie kann ich meine Online-Gruppe in Kleingruppen und Partnerarbeit aufteilen? Ja, das haben wir gerade besprochen. Über die zum einen li im Live-Setting, über die Breakout-Rooms oder Subspaces oder wie sie auch immer heißen. Auch im Moodle, in den meisten Lernmanagementsystemen, gibt es die Möglichkeit, Kleingruppen zu bilden und eure Studierenden dazuzuweisen, sodass es einen Unterraum im Learning-Management-System gibt, auf den nur diese Studierenden Zugriff haben. Das sind Möglichkeiten, Online-Gruppen in Kleingruppen und Partnerarbeit zu ermöglichen. Ihr könnt aber auch einfach WhatsApp-Gruppen bilden lassen. Also ich glaube, im Augenblick ist fast alles erlaubt. Wir können kreativ werden und eure Studierenden machen das eh. Also von daher, ich würde so eine Idee nicht komplett wegwischen aus Datenschutzbedenken, sondern wenn ihr seht, Mensch, die Studierenden, die nutzen halt alle WhatsApp, was soll ich denn machen? Ja, dann könnt ihr auch sagen, wenn mal, wer von euch benutzt denn WhatsApp? Von mir aus, nur chattet auch da miteinander. Ist Slido datensicher? Ganz wichtiger Punkt, wenn ihr solche externen Systeme benutzt, dann genügt bei all diesen Systemen der Verweis auf die Datenschutzerklärung des Herstellers, und der Verweis darauf, dass die Studierenden bei der Nutzung dieses Systems, bei der freiwilligen Nutzung, auch da ist eben die Freiwilligkeit sehr, 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 sehr wichtig, bei der freiwilligen Nutzung dieses Systems den Datenschutzverfügungsbereich der eigenen Hochschule verlassen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Kein Studierender muss das nutzen, jeder kann es nutzen. Umso wichtiger, alternative Möglichkeiten anzubieten, zum Beispiel Frag.jetzt. Die TH Mittelhessen, ich habe es gerade angesprochen, hat sich sehr, sehr intensiv um Datenschutz und Datensicherheit gekümmert. Das kann man sehr, sehr gerne nutzen. Ob Slido datensicher ist, weiß ich nicht. Klar ist aber, die Studierenden brauchen dort keine Anmeldung.
Das heißt, genauso wie ihr ohne Anmeldung und ohne Angabe eures Klarnamens an der Slido-Session teilnehmen konntet, können das auch eure Studierenden. Und dann kann man den Studierenden einfach nur empfehlen, zum Beispiel also private Browserfenster zu benutzen, um da keine Daten zu übertragen, die Cookies zu löschen und so weiter. Also all die Dinge, die man auch beim normalen Online-Shopping oder beim normalen Bewegen im Online-Raum eben machen würde. Deswegen eben Datensicherheit bei all diesen kommerziellen externen Lösungen ist klar immer zu beachten. Von mir nur die Empfehlung Freiwilligkeit. Slido Open Source, nein. Keines dieser Systeme ist Open Source. Es gibt aber die Möglichkeit mit der TH Mittelhessen, zumindest bestand sie noch in den letzten Semestern, Abkommen zu schließen, sodass man deren Systeme auf eigenen Servern installieren kann. Also zumindest Ars Nova und frag.jetzt. Da gibt es Möglichkeiten, zumindest gab es sie, soweit ich orientiert bin. Wenn Klaus Quibbeleitzickel gerade dabei ist, Klaus, ne, schreibt es im Chat, wenn es anders sein sollte. Aber ihr könnt zumindest bei den Ars Nova-Produkten der TH Mittelhessen, könnt ihr relativ sicher sein, dass die sich sehr, sehr intensiv um Datenschutz und Datensicherheit gekümmert haben und dass es dort die Möglichkeit gibt, deren Lösung auch innerhalb eurer eigenen Hochschule zu betreiben, ohne dass Daten die Hochschule verlassen. Vorschläge für interessante Vorstellungsrunden zu Beginn einer Seminarveranstaltung. Da würde ich einfach empfehlen, mal in so ein klassisches Seminar- oder Workshop-Handbuch reinzuschauen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man kann sowas machen wie ein Bingo. Das kann man auch irgendwie online machen. Man kann Vorstellungsrunden machen, einfach im irgendwie Live-Setting. Also schaut da einfach mal in so diese typischen Trainerhandbücher rein. Viele der dort beschriebenen Methoden lassen sich recht einfach auch im Online-Kontext umsetzen. Da also meine Empfehlung, diese Handbücher einfach mal zu wälzen. Was mache ich mit den Studis in den Online-Veranstaltungen, wenn ich Videos asynchron zur Verfügung stelle? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt viele Kollegen von mir, die sich fragen, warum soll ich denn überhaupt noch live machen, wenn ich aufzeichnen kann? Vollkommen richtig. Diese Live-Veranstaltung, die muss nicht sein. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass gerade in kleineren Gruppen Studierende sehr positiv auf die Möglichkeit reagieren, einmal in der Woche mit ihrem Lehrenden tatsächlich im Online-Live-Setting zu interagieren. Und auch bei den großen Live-Veranstaltungen und auch bei denen, die aufgezeichnet werden. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Studierende sich trotzdem die Live-Veranstaltung anschauen, auch dann, wenn sie wissen, die Aufzeichnung wird es später nochmal im Lernraum geben. Es ist eine ganz erstaunliche Sache. Das erleben wir auch bei dem Erstellen von Videos, von Hörsaalaufzeichnungen vor der Corona-Krise. Auch da war die Sorge vieler meiner Kollegen, oh, wenn ich das aufzeichne, dann kommt ja keiner mehr. Stimmt nicht. Die Anzahl der Teilnehmer geht etwas runter, aber nicht so sehr, wie die meisten Kolleginnen und Kollegen befürchten. Also insofern, man kann den Online-Teil komplett, den Live-Teil komplett weglassen, ja. Meine Empfehlung wäre, sich dann zu überlegen, ob man die Online-Veranstaltung nicht zum Üben nutzt oder zum Rückmelden nutzt oder zum Austausch zwischen den Studierenden oder zur Gruppenarbeit oder einfach nur, um sich einmal bei den Studierenden zu zeigen, denen die Möglichkeit zu geben, Live-Rückmeldung auch dann beitragen zu können, zum Beispiel über so ein anonymes Tool. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll für eure Studierenden, wenn die Studierenden nicht nur den Eindruck haben, ich rede da mit einer Konserve, sondern wenn ihr euch einfach da sehen lasst. Slido in Webex. Ich weiß nicht, ob es da Integrationen gibt. Am besten genauso, wie ich es gerade gemacht habe, nämlich euren Desktop freizugeben und dann auf das Slido-Fenster umzuschalten. Überforderung der Studierenden, ganz wichtiger Punkt. Ihr habt es gerade selber gesehen. Ihr musstet zwischen Slido und dem Adobe Connect hin und her schalten. Wahrscheinlich werden die Versierten von euch auf die Idee gekommen sein, dass man auch diese beiden Fenster im Windows und ich glaube auch unter Mac automatisch anordnen lassen kann nebeneinander. Aber eure Studierenden wissen das nicht, und man kann sich nicht darauf verlassen, dass Studierende sich tatsächlich kompetent und hinderungsfrei zwischen verschiedenen Desktop-Applikationen wie dem Browser und dem Videokonferenz-Client hin und her bewegen können. Das schaffen die unter Umständen nicht. Und deswegen ist das tatsächlich ein guter Punkt. Ich würde empfehlen, maximal zwei Tools zu benutzen. So wie ich hier, Slido und die Videokonferenzen. Das machen Studierende unserer Erfahrung nach noch mit.
aber brennt kein Feuerwerk der Werkzeuge ab. Das bringt nichts. Studierende sind völlig verloren. Die finden die Fenster nicht wieder. Dann stürzt der Rechner ab und man muss alle Fenster wiederherstellen und so weiter. Keine gute Sache. Hier ist, glaube ich, im Augenblick zumindest die Beschränkung das Mittel der Wahl. Wählt ein oder maximal zwei Werkzeuge aus, die ihr verwenden wollt. Deswegen auch meine Empfehlung vorhin. Nutzt erstmal die Tools aus Videokonferenzsystems. Und dann könnt ihr, glaube ich, darüber hinausgehen, vielleicht noch eine Webanwendung oder wie auch immer verwenden. Aber so allzu viel mehr sollte es wirklich nicht sein, weil die Studierenden sind genauso schlechte Fensterjongleure wie ich und wahrscheinlich auch viele von euch. Wie verfahre ich mit der fehlenden Bandbreitenverfügbarkeit? Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben da keine Lösung an der RWTH. Wir sagen eben deshalb, versucht, so viel wie möglich auch asynchron abzubilden. Dass das gerade bei Seminaren hochgradig schwierig ist, weiß ich. Aber da könnte man zum Beispiel bei jemandem, der jetzt über nicht genügend Bandbreite verfügt, um per Video, per eigenem Video, an einer Videokonferenz teilzunehmen, dem könnte man sagen, Mensch, dann mach doch einfach ein Student-Generated Video. Und dann gebe ich dir eine Aufgabe und dann machst du ein Video und dann zeigen wir dieses Video im Kurs. Da muss man, glaube ich, kreativ werden. Aber nein, wir können die Bandbreitenverfügbarkeit einfach nicht lösen und wir können uns auch nicht insofern daran anpassen, dass wir uns auf das Minimalniveau einigen, sondern macht das mit eurer Bandbreite, was ihr könnt, was auch die meisten Studierenden von euch mitmachen können. Und wenn es Einzelne gibt, die eben irgendwo wirklich auf dem Dorf wohnen und keine hinreichende Bandbreite haben, dann versucht, alternative Möglichkeiten zu schaffen, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Zum Beispiel über einen gut gefüllten und gut versorgten Lehrmanagementraum. Zeit für die Vorbereitung von einem 90-Minuten-Modul, naja, das kommt ganz drauf an. Also wenn ihr einfach eine klassische Vorlesung live haltet, so wie ich das gerade mit der Präsentation gemacht habe, und dann so ein Audience-Response-System einführt, dann ändert sich fast nichts. Dann müsst ihr so ein paar Quizfragen erstellen, das dauert nicht lange und dann müsst ihr die einfach in der Veranstaltung zu von euch gewählten Zeiten zeigen. Also da ist der Vorbereitungsaufwand wirklich nicht hoch. Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon irgendwie Präsentationen, die ihr zeigen könnt und damit ist der Vorbereitungsaufwand nicht hoch. Wenn ihr aber eure komplette Lehrveranstaltung umstellt, weil ihr sagt, oh, das geht alles überhaupt nicht jetzt online, das muss ich alles ganz anders machen, dann kann der Aufwand einfach beliebig hoch werden. Für das klassische Seminar, das klassische Referate-Seminar, wo die Studierenden einfach Referate halten, das geht online genauso wie auch in der Präsenz. Da müsst ihr euch nicht intensiver vorbereiten als auf die klassische Präsenzveranstaltung. Ihr könnt aber eben jetzt die Online-Tools nutzen, um Aktivierung zu sichern. Ich glaube, das ist ein extremer Mehrwert, der gerade bei Audience Response und Quizzing und der Möglichkeit, Fragen zu stellen und auch beim Peer Grading ist der Mehraufwand nicht wirklich hoch. Zwei Bildschirme für die Interaktionen. Kommt drauf an, bei Adobe Connect weiß ich es nicht. Ich habe hier tatsächlich das Ganze auf einem Bildschirm laufen gehabt und das ging trotzdem relativ gut. Ich hätte, wenn ich das Meeting mit Zoom gemacht hätte, dann hätte ich einfach mein Desktop geteilt, also so wie jetzt, und hätte dann auf der rechten Seite eben mein Videokonferenz-Meeting gezeigt. Und das hätte ganz gut funktioniert. Also ihr braucht keinen zweiten Bildschirm. Es funktioniert aber oft besser mit einem zweiten Bildschirm. Wobei, euer Rechner sollte powerful genug sein, also genügend Leistung haben, probiert das vorher aus. Aber nein, man braucht nicht unbedingt einen zweiten Bildschirm. Die WordCloud irgendwo gespeichert? Ja, Slido und auch alle anderen Systeme speichern das. Wobei ich sagen muss, gerade die kommerziellen Systeme neigen dazu, nach 7 Tagen zum Beispiel plötzlich den Zugriff auf diese Daten zu sperren und zu sagen, ach, du hast ja da vor einer Woche mal diese Videokonferenz durchgeführt und wir haben die Daten immer noch für dich, aber dann wirf mal eben hier 5 € ein für diesen Monat und dann kannst du dir die dort generierten Daten auch wiederholen. Das ist das Problem an eben diesen kommerziellen Lösungen. Aber ja, alle Lösungen speichern die dort eingegangenen Fragen, die von euch gegebenen Antworten, die WordCloud, die Fragen der Studierenden, die Ergebnisse einer Umfrage, all das wird gespeichert. All das könnt ihr euch downloaden, zum Beispiel als PDF und später im Kurs im Lernmanagementsystem zur Verfügung stellen, wenn ihr das wollt. Datenschutz. Zoom ist doch wirklich keine seriöse Alternative. Also von mir aus klaren Widerspruch. Zoom ist aus meiner Sicht eine absolut seriöse Alternative. Die ganzen Datenschutzprobleme und Datensicherheitserwägungen, die mit Zoom
in Verbindung stehen, liegen vor allem daran, dass sich alle auf Zoom stürzen. Und zwar sowohl die Konsumenten, die Hochschulen, die Firmen, als auch die Sicherheitsforscher. Und ich bin sicher, dass wenn sich die führenden Sicherheitsforscher der Welt einfach mal mit zum Beispiel Webex auseinandersetzen würden oder mit Big Blue Button oder so, dass auch da, wenn die da mal kräftig dagegen treten, dass auch die Software umfällt und Sicherheitslücken generiert. Wir haben uns deshalb an der RWTH für Zoom entschieden, weil wir glauben, dass die technische Übertragung mit keinem System besser funktioniert als mit Zoom, dass kein anderes der Systeme so gut skaliert wie Zoom, dass auch die didaktischen Funktionen, und das war für uns der klare Mehrwert von Zoom, besser sind als bei vielen anderen Lösungen, zum Beispiel die Breakout Rooms. Da gibt es im Zoom eine schöne Möglichkeit für die Teilnehmenden, einfach zu sagen, ich brauche Hilfe, und dann kriegt der Dozent eben diesen Hinweis. Man kann an Zoom teilnehmen, ohne auch nur ein einziges Stück Software auf seinem Rechner installiert zu haben. Das heißt, es gibt eine Browser-Komponente, die gibt es bei zum Beispiel Adobe Connect oder auch bei Webex nicht. Zoom bietet eine reine HTML5-basierte Browser-Komponente ohne jeden Download. Auch das spricht klar für Zoom. Man muss da keinen Account haben, um als Studierender teilnehmen zu können, genauso wenig wie bei vielen anderen der Meeting-Lösungen auch. Und Zoom arbeitet fortwährend an einer Verbesserung der Software. Also insofern, ich würde klar widersprechen, ja, es gibt Probleme bei Zoom, aber ich glaube, der Hersteller ist sehr, sehr, sehr aufmerksam, was die Probleme anbetrifft. Und wir haben an der RWTH nur positive Erfahrungen in der Kommunikation mit dem Anbieter gemacht, und auch mit dem Schließen von bestehenden Sicherheitslücken gemacht. Also insofern, und auch, also es gibt inzwischen eine Erklärung zur Einhaltung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Also insofern, da würde ich widersprechen, wenn man das Argument gegen Zoom ins Feld führt, kann man das vermutlich auch gegen fast alle anderen Lösungen ins Feld führen. Diskriminierungskritischen Perspektiven auf Online-Lehre. Ja, klar, also es gibt verschiedene Arten der Diskriminierung online, also zum einen technische Diskriminierung, dass Studierende einfach nicht teilnehmen können, weil ihre Endgeräte dafür nicht ausreichen. Es gibt eben die Gefahr, dass durch die höhere Anonymität es zu Mobbing und Bullying kommt. Es kann sein, dass die Lehrenden einfach in ihrer Rolle jetzt sich komplett umstellen müssen, dass sie auch Anforderungen und Erwartungen von Studierenden gerecht werden müssen, die es früher so nicht gab. Und vor allem, dass wir das Rad nicht wieder zurückdrehen können in einiger Zeit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir alle im Kopf behalten sollten. Die Lösung, die wir jetzt wählen, Studierende gewöhnen sich daran. Und auch wir gewöhnen uns daran. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass wir ab dem kommenden Wintersemester oder irgendwann im nächsten Jahr dann alle nur noch unsere Videokonferenzen benutzen. Ich glaube aber durchaus, dass die Erwartung an das Ausmaß von Digitalität in einer Veranstaltung steigt. Und zwar sowohl bei uns als auch ganz besonders bei unseren Studierenden. Deshalb ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, sich darüber Gedanken zu machen. Rollenspiele durchführen, in der Tat schwierig. Das geht aber mit Breakout-Rooms recht gut. Die Studierenden, sie sitzen dann einfach nur nicht in einem physikalischen Raum, sondern im kleinen virtuellen Lernraum miteinander. Und da funktionieren Rollenspiele recht gut. Ich weiß von einer Kollegin hier aus der Psychologie, dass sie ein Rollenspiel schon ausprobiert hat über Zoom. Das hat ganz gut funktioniert. Ich bin zu schnell, es tut mir leid, ich neige dazu, schneller zu werden, aber den Stream kann man sich, glaube ich, in halber Geschwindigkeit anschauen. Sorry. Handlungsorientiertes Lernen, die tiefe Reflexion haben wir gerade schon mal gehabt. In der Tat, größtes Problem, wir haben das bei Praktika, bei Exkursionen, dass wir die einfach nicht durchführen können und dass wir beschränkt sind in der Mittel der Online, also in den Online ja, Werkzeugen, die wir zur Verfügung stehen haben. Ich glaube aber, dass über die vorgestellten Methoden, gerade das Peer-Grading, die Erstellung eigener Audience-Response-Fragen oder eigener Quiz-Fragen, dass dadurch zumindest man so in die Richtung tiefe Reflexion kommen kann. Handlungsorientierung schwierig. Solange die Gegenstände, die wir in unserer Lehre eben betrachten, keine digitalen Gegenstände sind, sondern zum Beispiel eine archäologische Ausgrabung oder eine ganz alte Literaturquelle, die man mal in die Hand nehmen möchte. Das geht einfach im Online-Setting nicht. Deswegen wachsen unserem Prorektor Alois Krieg die grausten Haare, wenn er über die Praktika und eben Exkursionen nachdenkt, weil wir da an vielen Punkten noch keine adäquaten Lösungen haben. Wikis zu füllen, ich habe es gerade gesagt, strenges Monitoring, Leistungskontrollen,
klare Erwartungen kommunizieren. Wenn man sich an die Hausregeln hält, dann klappt das erfahrungsgemäß recht gut. Ich muss aber hinzufügen, auch ich bin kein großer Freund von Wikis, einfach weil der Aufwand für mich als Lehrenden wahnsinnig hoch war. Ich habe es einmal ausprobiert. Ich hab so viele Wiki-Beiträge gelesen und auch doppelt und dreifach gelesen, weil die immer wieder überarbeitet worden sind. Das war schon Arbeit. Deswegen, wer das von euch machen möchte, gerne probiert das aus. Ich habe es als sehr wertvoll empfunden. Aber so ein Peer-Grading oder so oder ein Quiz oder eine Aufgabe an Studierende, dass sie selber Quizfragen erstellen, ist für euch einfacher, ist für die Studierenden oft klarer und hat auch nicht so hohe Plagiierungsrisiken. Gruppengrößen sind sinnvoll. Da gilt, glaube ich, dasselbe wie auch in der Präsenz. In kleinen Gruppen maximal 6 bis 8 Leute, würde ich sagen. Und auch da wird es schon eng, gerade was die Bandbreite anbetrifft. Tendenziell, zumindest ist das unsere Erfahrung an der RWTH, sind die Online-Kleingruppen eher etwas kleiner als Kleingruppen, die wir früher in der Präsenz gehabt haben. Aber das allein aus technischen Restriktionen, nicht aus irgendwelchen inhaltlichen Erwägungen. Wikis als Dokumentation, ja, total sinnvoll. Ihr könnt auch einfach Uploads machen. Ich komme gleich nochmal auf eine Aufgabe, auf eine Frage, die ich an euch alle habe in unserem Moodle-Raum. Aber ja, ist auf jeden Fall total sinnvoll. Die Integration von Slido, das habt ihr gerade gesehen, das funktioniert über einen Browser. Das heißt, ja, Slido kann überall integriert werden, wo ihr das wollt. Auch die anderen, also ich habe jetzt nur hier Slido verwendet. Ich habe früher Pigeonhole verwendet. Ich habe auch schon Mentimeter verwendet. Also mein Kollege, der Herbert Nacken, der auch eines der Wahlmodule machen wird, ist großer Freund zum Beispiel von eben Mentimeter. Auch eben Ars Nova. Super Tool. Ich habe einfach nur Slido verwendet, weil es da diese Wordcloud gibt. Und die habe ich bei den anderen Systemen so noch nicht gesehen. Kann sein, dass es Updates gegeben hat, aber zumindest vor einigen Monaten gab es diese Wordcloud nur im Slido. Und von daher habe ich Slido verwendet. Wenn ihr die Wordcloud nicht braucht, dann. Ne, um Gottes Willen, lasst euch jetzt nicht auf irgendwie Slido festlegen. Pigeonhole, Feedbacker, Ars Nova, die sehen alle genauso gut aus und die sind alle genauso einfach bedienbar. Okay, also ich sehe, da kommen noch eine ganze Reihe weiterer Fragen. Wir sind aber praktisch schon am Ende unserer Beantwortungssitzung. Ich würde einfach noch mal ein paar Fragen rausgreifen und vielleicht noch 5 Minuten darauf verwenden, dann sind wir ungefähr 2, 3 Minuten drüber über der Zeit. Aber es gibt noch ein paar Fragen, wo ich gerne noch drauf eingehen würde. Also erstens, Studierende fühlen sich unsicher, wenn sie ihre Webcam aktivieren. Ja, absolut. Zoom gibt die schöne Möglichkeit, wenigstens einen virtuellen Hintergrund zu wählen, damit man nicht in das Studentenzimmer reingucken kann. Total coole Möglichkeit, den Studierenden so ein bisschen an Privatsphäre zu geben und die nicht zwingen, eben zu müssen, ihr Zimmer, möglicherweise unaufgeräumtes Zimmer, aufnehmen zu müssen. Aber selbst dann gibt es Studierende, die Probleme damit haben. Macht vorher auf jeden Fall klar, dass, wenn Studierende im Bild zu sehen sind, nicht aufgezeichnet wird. Oder holt das Einverständnis derjenigen ein, und zwar schriftlich, die ihr aufzeichnen möchtet. Und wenn das jemand nicht will, dann könnt ihr die nicht zwingen und bitte zwingt die auch nicht dazu. Wenn jemand Probleme hat, sein Video zu aktivieren, dann könnt ihr mit dem oder eben der Studierenden klären, warum sie das möchte oder auch nicht möchte. Möglicherweise geht das ja mit einer reinen Audioübertragung, dass einfach nur das Bild von ihr eingeblendet wird, also ein Standbild. Auch das kann man sich überlegen. Die Interaktion ist dann zwar nicht ganz so schön, aber auch auf solche Studierende sollte man eingehen, wenn es denn möglich ist. AS-Tools für Smartphones, ja, und zwar alle als Browser-Apps. Ganz klar, ganz einfach. Exportieren, das haben wir schon besprochen. Tools kostenpflichtig. Darauf kann ich noch ganz kurz eingehen. Das Tool der TH Mittelhessen, also Ars Nova und Frag jetzt, nein, frei. Pingo, inzwischen ausgegründet. Aber auch noch frei für Lehrende und auch ohne Einschränkungen, soweit ich weiß. Für alle anderen Tools gibt es kostenpflichtige Versionen. Und die Einschränkungen der freien Versionen sind mehr oder weniger stark. Das können eingeschränkte Gruppengrößen sein. Das kann auch eine eingeschränkte Anzahl von Meetings sein. Das müsst ihr euch einfach mal anschauen. Ich kann sagen, dass ich mit Slido und Pigeonhole und Feedbacker bislang für alle meine Kurse, wo ich jeweils nur eine Umfrage separat habe laufen lassen, gut klargekommen bin. Und wenn man das nicht möchte, frag jetzt von der TH Mittelhessen. Super Tool für Fragen aus dem Auditorium und auch Ars Nova und deren Ableger
keinen Grund, warum man die nicht einsetzen sollte. Ja, soziale Barrieren, klar, wir haben es gerade gesagt, Diskriminierung, Ausschlüsse, unklar, das kann ich wirklich nur eurer Fantasie überlassen. Ich glaube aber, dass die Studierenden, also man muss sich einfach mal überlegen, was passiert, wenn Studierende in eine ganz klassische Frontalvorlesung kommen. Die kommen da rein, die reden nicht miteinander, zumindest sollten sie es nicht, und dann gehen sie wieder raus. Ist das soziale Interaktion? Vermutlich nicht. Das heißt, die Barrieren für soziale Interaktion, die wir einziehen über unsere Technik, die sind genauso da durch Ausgangssperren. Also insofern, ja, die Gefahr besteht, aber ich glaube nicht, dass die Gefahr jetzt gerade bei der Online-Lehre besonders hoch ist. Ganz im Gegenteil, wir versuchen ja im Live-Setting, deswegen meine Empfehlung, versucht bitte live eure Studierenden mindestens einmal die Woche reinzuholen. Und dann bauen wir ja soziale Barrieren ab, weil die Studierenden auch mal miteinander reden können. Zumindest in eben Seminaren. Pausen, das kann jetzt zwei Dinge bedeuten. Einmal die Pause hier jetzt gerade und einmal die Pause bei uns Studierenden. Ich hätte kein Problem damit, einfach mal eine Pause einzuziehen und zu sagen, so Freunde, wir können jetzt alle mal Luft holen und in 5 Minuten geht's weiter. Gar kein Problem. Darf ich die Videokonferenz nutzen, wenn ich alle Studierende die Möglichkeit habe? Eine ganz wichtige Frage, die auch bei uns immer wieder kam. Ja, zumindest in NRW ist das der Fall. Mit dem Corona-Epidemie-Gesetz können wir Videokonferenzen anbieten. Studierende, die nicht teilnehmen können oder wollen, haben an der Stelle Pech gehabt. So furchtbar das klingt. Auch ich bin damit nicht einverstanden, aber das ist im Augenblick so. Deswegen sind wir im Center hergegangen. Wir haben eine Reihe von Notebooks zur Verfügung stehen. Wir haben hier mit dem AStA eine Absprache eben getroffen. Wenn sich beim AStA Menschen, Studierende der RWTH melden, die Endgeräte nicht haben zum Beispiel, dann leihen wir Endgeräte aus. Das sind knapp 200 Notebooks, die wir hier, nein, ich glaube Tablets, die wir haben, auf denen man dann an seinen Lehrveranstaltungen teilnehmen kann. Die müssen natürlich hinterher zurückgegeben werden und es gibt die Gefahr, dass die beschädigt werden, aber wir haben hier zumindest diese Lösung mit dem AStA gewählt. Wir müssen aber sagen, es gab noch nicht eine einzige Anfrage. Kontakt zum Host bei Zoom, ja, genau, ist ganz einfach, klack. Dann, und eben in anderen Videokonferenzsystemen ist das nicht so einfach. Also bei Zoom gibt es einfach einen Button, Hilferuf oder so heißt er, und dann ploppt bei mir als Lehrendem, wird dann dieser Breakout-Room rot und dann weiß ich, ah, da gibt es eine Frage. Bei anderen Systemen ist das nicht ganz so einfach, aber ihr findet auch bei anderen Systemen mit Sicherheit eine Lösung, über E-Mail oder auch über andere Lösungen. Video-Meeting-Tool für separate Räume und sichtbares Handheben. Das funktioniert mit vielen. Das geht mit Big Blue Button, das geht mit Blue Jeans, das geht mit Zoom, das geht, ja, mit den dreien geht's. Mit Jitsi, das ist diese Open-Source-Variante, die kann man installieren auf eigenen Servern. Das haben wir probiert, allerdings sind die Performance-Probleme gerade bei großen Auditorien sehr hoch. Das hat der Server bei uns nicht mehr gestemmt bekommen, deswegen sind wir von dieser Open-Source-Lösung wieder abgekommen. Aber ist bei allen Lösungen möglich. Peer-Grading auf Moodle anonym weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Anonymität in kleinen Gruppen, naja, die haben wir in Präsenz auch nicht. Und wenn es um Datensicherheit gegenüber dem amerikanischen Hersteller geht, da sind wir auf einem ganz anderen Terrain. Multitasking, darauf bin ich eingegangen, reduziert eure Nutzung eben Werkzeuge auf wenige. Statt WhatsApp, Telegram, ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall. Klar, das ist eine datensicherere Alternative. Mentimeter ist angesprochen worden. Link auf die Folien, genau. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende der Fragen und können noch ganz kurz in unseren Moodle-Raum umsteigen. Hier gibt es den Link zu den Folien im Moodle-Raum, über den kommt ihr im Rahmen der Homepage von eTeaching.org, findet ihr zu diesem Moodle-System hier. Dort könnt ihr euch einfach anmelden und da gibt es alle Folien, die ich heute präsentiert habe. Es gibt da auch nochmal den Link zum Online-Interaktionstool. Es gibt den Link zur Interaktionsseite und damit bin ich jetzt wirklich am Schluss, es gibt eine Bitte von mir an euch. Wenn ihr noch dran seid oder wenn ihr dieses Video später schaut, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr eure ersten Erfahrungen mit der Online-Lehre in Zeiten von Corona mit uns teilen würdet. Dafür gibt es diesen Link hier. Den klickt ihr einfach an. Und dann kommt ihr hier
zu einem, also sieht bei mir jetzt anders aus, weil ich eingeloggt bin, aber dann habt ihr einfach ein Textfeld und in das könnt ihr einfach eure Erfahrung eintragen. Und das ist völlig egal, ob das eine positive Erfahrung ist oder eine komplett schiefgegangene Erfahrung. Ich glaube, davon können wir alle am meisten lernen. Ich würde mich also über eure Beiträge sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Erfahrungen, die ihr jetzt gerade macht oder schon gemacht habt, mit uns teilen würdet. Entweder mit Name oder ohne Name, schreibt kurz dazu, ob ihr euren Namen veröffentlicht, wissen wollt oder nicht. Und wir werden dann in etwas über einer Woche eure Beiträge sammeln und uns einfach mal anschauen, was da eingegangen ist und das dann auch eben veröffentlichen. Wie gesagt, entweder mit oder ohne Name. Und gerne auch nicht nur die positiven Erfahrungen, sondern auch die negativen Erfahrungen. Weil ich glaube, also für mich ist das immer am wertvollsten gewesen, zu schauen, was ist denn bei anderen total schiefgelaufen und warum könnte das so gewesen sein und wie kann ich das besser machen. Also von daher, ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar von euch sich die Zeit nehmen und eure Erfahrungen mit uns teilt. Und damit bin ich mit ein paar Minuten überziehen am Ende unserer Online-Sitzung. Ich schalte meinen Desktop ab und übergebe das Mikro dann wieder an Anne. Ich habe am Anfang übrigens vergessen, euch zu erzählen, wo ich hier gerade sitze. Das, was ihr hinter mir seht, das ist unser Videostudio. Deswegen habe ich diesen Hintergrund gewählt. Damit hat vor 7 oder 8 Jahren an der RWTH die Digitalisierung der Lehre in Videoform angefangen. Inzwischen sind wir umgezogen. Ich habe aber gedacht, für diesen denkwürdigen Fall der ersten Online-Webinare von e-teaching.org im Rahmen der Corona-Krise gehe ich nochmal in unser altes Studio. Also das ist der Greenscreen, den ihr gerade hinter mir seht. Damit danke ich euch allen ganz herzlich, dass ihr da wart und gebe zurück an Anne. Anne, du darfst wieder.